Hello everybody, welcome today to the Old School Cup. Now, we've got a lot of nasty stuff planned for you, really. It's going to be amazing. 4 hours of Warcraft 3, but I can already tell you the first hour will be mostly interviews. As you can see there, the German presenter doing everything in German is Dennis Tick, SK Tick. Guy sitting next to him, like to his left, is to his right is Bashi, to his left is Eddie, then Nick, then Jens Hilgers himself, and then Kookian. Now, I will try to translate most of it during this hour, as I will put up the German sound most of the time. So you will hear them most of the time this entire hour, but I will try and translate as much as possible so you can understand them, as they are going to do every interview in German. And I'm sure that if you are international, don't know German, you will want to have a little bit of translation. In any case, I'm going to put it up right now and see what they're talking about. Über den Old School, über die Entwicklung des Warcraft 3, der Warcraft 3 Szene, oldschool-mäßig, wie sich das alles entwickelt hat, was alles so geschehen ist und an welche schönen Momente wir uns so zurückerinnern können. Zum Beispiel Kookian, ich kann mich erinnern, EPS-Finals, öfter dabei gewesen, ähnlich wie Spell, immer versagt gegen Spieler wie Mio oder Horror, immer Zweiter geworden. Zweimal, ja. Mio oder Horror kann man auch sehr schnell auf eine Ebene stellen. Ja, fast, ja. That's Kookian there just telling that Kookian reached second a lot of times in DPS, always being beat, you know, by Spell or by Mio. And Kookian says, yeah, it's true. Damals alle gesagt haben. Hat's geschafft, gegen Kookian damals gewonnen. Erzähl mal ein bisschen was. Was machst du jetzt? Was macht dein Leben? Also, und zwar habe ich jetzt mein Abitur 06 natürlich absolviert. Bin im Moment Zivildienstleister in einer Altenpflegeeinrichtung, aber nicht als Pflege, sondern als Betreuer. Und des Weiteren werde ich dann im März fertig sein, wollte dort auch studieren im Sommersemester, was aber noch nicht geht, sondern erst im Wintersemester, weil nur die wenigsten Studiengänge halt im Sommersemester starten. Und dann habe ich vor, Economics in Konstanz zu studieren und daraufhin also als Bachelor, um eine internationalen Vergleichsebene zu haben und daraufhin dann den Economics, den Master in Economics und Politics zu machen in Freiburg. Ich sehe schon, du weißt ganz genau, was du machst. Just asking what he wants to do now in the future, and he just wants to study a lot and get Economics Master as you. Geklappt. Heute ist es immer noch so. Naja, du hast ja mal die WWCL gewonnen. Ich meine, auch fürs Auto hat es gereicht. Ich meine, wer da noch meckert. Jens, ich würde mal sagen, als Warcraft 3 Moderator, ich glaube, das als bekannteste alter Gesicht. Als alter, ja, ich alter bin sehr schön introduced worden, ja. Alter Warcraft 3 Moderator. Ich glaube, Ex-Warcraft 3 Moderator, ja, yeah, sure. Moderieren sehen in Zukunft, oder? Vielleicht auf Englisch, ich weiß es nicht. Weiß ich auch nicht, nein. Will ich auch offen lassen an der Stelle. Aber ich meine, man muss ja mal so ein bisschen, wenn du von Warcraft 3 sprichst und von den guten alten Zeiten sprichst, ja, das wird ja immer so gerne auf den ganzen News-Seiten dementsprechend zu lesen. Ja, was war das früher alles schön? Ich weiß nicht, ob es früher alles so schön war. Es war anders, ganz bestimmt. Aber eins hat ja die alten Zeiten immer geprägt, und das war die Diskussion über Imbalance im Spiel. Ja? Ja. Und ich glaube, da werden wir noch öfters heute drüber reden, aber das ist ja nun ein Thema, was heute, ich würde fast sagen, verschwunden ist. Man hört es immer noch hier oder da, aber das hat ja auch dein Gameplay damals ganz massiv geprägt. Da gab es die Saison, wo Orks irgendwie überbalanced waren, ja, und wo ein Horror dann auch mal gewinnen konnte. Die Saisons gab es auch. Ja? You're talking about all the old times in Warcraft 3. Mainly, there was a lot of talk about imbalance. The old times weren't necessarily the best time, since there was a lot of imbalance in the game of Warcraft 3 then, and there was a lot of discussion about it. Because Orcs were kind of the strongest race. Ich glaube, viele Leute verfolgt. Heutzutage sind sie in Köln, und das am meisten. Warst du immer in Köln? Ja, ich habe es fast hinbekommen. Ich meinte nämlich, früher war es in einer anderen Location, und ich glaube, wir erinnern uns alle noch, wo es war, im Future Point. Und ich glaube, wir haben da ein cooles Interview mit dir, wo du versucht hast, ein Warcraft 3 Interview zu führen. Ja, da können wir mal kurz reinschalten. Der hat immer gesagt, ja, Nick, du kannst das schon. Ich wusste bei Warcraft. We're gonna look at a small interview now of Nick in his old times. We're gonna look at the video of that. That's gonna be totally in German, though. Ja. Aber ich glaube, du kennst die zwei Personen, die dort waren. Ich würde sagen, wir schalten einfach mal rein, denn mehr braucht man dazu gar nicht sagen. Ihr werdet es schon selber sehen. Schöner Headshot vom Arcmage hier. Ist ein geiles Interview. Arschmelch, bitte. Arschmelch. Tago und meiner Wenigkeit. Bitte nicht auf mich achten. Wer ist der Linke? Ich weiß nicht, den habe ich irgendwo schon mal gesehen. Taker hat leider keine Karte gewonnen. Ja. Keine Karte gewonnen. Zwei relativ gute Spiele für mich, wo eigentlich kein Lackanteil oder sowas war. Und ja, da wart ihr beide noch von Okrana, oder? Genau, ja, das dieses komische alte Shirt, ja. Da. Damals war E-Sport auch noch populärer, da hatten wir noch Mountain Dew als Sponsor. Da hat man noch Getränke gesponsert, ja. Genau. Ja. War das bei dir jetzt eine Ladensache, oder
Ich habe Pilz auf dem Kopf. Aber einfach auch mal so die generischen Fragen, wie war das jetzt eine LAN-Sache? Ne? Passt eigentlich immer beim das ist wie so, ja, ich meine, das sind halt die CS-Fragen so. Jetzt bist du Internetspieler oder bist du LAN-Spieler? Aber die Frisur vom Dennis ist halt auch top, ne? Das werden wir, glaube ich, heute noch einige Male sehen. Also wenn ich das sehe, dann muss man sagen, E-Sports ist immer gewachsen, nur der Take nicht, ne? Ja, das war bitter. Der Kookian braucht gar nicht so lachen, der ist, glaube ich, nur 3 mm größer. Ja, wenn man nur 3 zurückliegt, ist die Chance, dass man noch unter die Top 4 kommt, relativ klein. Und ganz ehrlich, früher Warcraft 3 Interviews gemacht, ich glaube gezwungenermaßen. Hat es dir trotzdem Spaß gemacht? Vermisst du es so ein bisschen? Ja, also die Warcraft 3 Interviews generell zu machen, ich meine, ich lasse mich, glaube ich, vielleicht erstmal im Fernsehen ausreden. Ja, die beiden Spiele waren von Anfang an direkt schlecht für mich. Ich habe auf der ersten... Okay, klar, es hat immer gekickt, es hat immer Spaß gemacht, es war immer Adrenalin dabei, gerade auch im Future Point, gerade auch als mir die Warcraft 3 Szene noch ein bisschen fremd war und ich nie wusste so, ja, ich vom Grundwissen her hink ich total hinterher und hat trotzdem super Spaß gemacht immer. Ist dann auch ein bisschen Kick in den zweiten Level gegangen oder... Hast du dir nach der ersten Mal auf jeden Fall noch ausgemalt, du könntest es noch schaffen? Nein, ich bin natürlich... Tago war da ganz ganz locker drauf. Ich glaube, der hat sich da keine Sorgen gemacht, im Interview, im Gegensatz zu mir. Ich fand auch früher unsere Interview-Wall super. Ja, die war so abwechslungsreich. Hat richtig Farbe ins Bild. Schwindelig, wenn man lang genug drauf guckt. Ist auch nicht schlecht, oder? Das war das Interview mit dir. That was the interview with Nick. Nick's comments basically were that it was fun interviewing Warcraft 3. Now he's not really the Warcraft 3 guy anymore, and he doesn't do so much interviews anymore, but he liked those times in any case. And of course that guy you saw there was Dennis, the guy sitting the second on the left, and he was he still is SK Tech and was a pro gamer, not anymore so much, still a good player though. Es war früher, die Stimmung war früher besser als auf einem Event, wo heutzutage 500 Leute sind. Die Frage ist, woher kommt das? Das ist ja immer dieses erstmal, früher war alles besser. Das ist generell immer so. Früher war immer alles besser. He says, before is always better than now. Und dann war sie auf einmal super. Dabei war es halt einfach zu dem Zeitpunkt einfach nur eine harte Zeit. Und klar war es in Future Point super, aber es waren, wie gesagt, halt dann nur 50 Leute. Es waren noch nicht 50, es waren 200, die da reingepasst haben, oder? Ja, aber wenn es 200 waren, dann waren es auch 40 Grad. Also... ich kann mich noch an Feines erinnern, da war es auch 40 Grad. Ja, in der Tat. Es war wirklich sehr, sehr warm. Ich kann mich ja selber noch dran erinnern. Und im Spielerraum... It was very, very, very hot back then. And they're just reminding a little bit of old times, how it was back then. And before is always better than now, but that's in every aspect of life like that, I guess. And it was always warm there and just recalling some memories from back then. Naja. Ich habe ja immer Ausreden parat, aber ich glaube... Mostly of the EPS Finals and of course, the German EPS Finals. In der Tat. Ja, das war die hinterletzte Ecke. Weil da hatten wir schließlich noch unsere Obi-Scheinwerfer aufgebaut. Genau, die Obi-Scheinwerfer, die haben auch mal 50 Grad abgestrahlt, ja. Die Kombination, da haben wir uns dann gedacht, okay, wir stellen da zwei Ventilatoren hin, die die heiße Luft doch verwirbeln. Das war wirklich großartig. Aber Baschi, damals warst du ja in der Szene noch nicht so bekannt. Hast du es mitverfolgt? Hast du es alles? Now he's addressing Baschi, so you were not so known in the scene then. Ja, war sicherlich die gute alte Zeit. Der Nick hat schon sehr strapaziert. Good old time. Nein, es war sicherlich anders. Es war, glaube ich, familiärer, als es heute ist. Heute ist es einfach... It was different, more familiar. Ein bisschen unpersönlicher vielleicht geworden. It became more impersonal, you know, not as personal and close anymore, I guess. Man kann mittlerweile viel mehr Gelder auch als Spieler gewinnen. But you can win a lot more money when you're playing now. So it's not that familiar, but more money, more prize money. Damals hatten wir zwar auch ESL-TV, was ja, denke ich, schon mal... Guck mich doch nicht die ganze Zeit so dabei an. Lass mich auch angucken. Oder, ich dachte, für mich bist du so noch so der Vater des ESL-TV so ein bisschen... Das ehrt mich natürlich, diese Aussage. He says Jens is still the father of the ESL TV. Of course, Baschi, if you don't know him, he's like the tournament director of ESL, makes a lot of tournaments, has become popular ever since Go for Warcraft 3 and is a very important man for tournaments in Warcraft 3. Insgesamt, wir haben mit einer Liga gestartet und mittlerweile haben wir weltweit oder deutschlandweit alleine schon neben der WC3L, EPS, Extreme Masters, NJL1, Jede Menge. Und NGL2 gibt's noch. NGL2 kenne ich jetzt. Ganz und, wichtig, habe ich gelesen. Premier League und was es nicht alles gibt. Die Entwicklung riesig. Der Zuwachs wird immer gigantischer. Teilweise explodieren die Userzahlen. Und wo explodieren die jetzt genau? Auf allen möglichen Seiten und in allen Ligen. Das meine ich natürlich. Zum Beispiel in der Premier League oder in der EAS kann man es auch mal ansprechen. Wenn ich mir überlege, damals, als ich in der ES war, da gab es, glaube ich, Division 1 und 2. Heutzutage gibt es 5, 6 Division. Und die letzte Division hat dann auch nicht nur 20 Spieler, sondern
50 oder 60. Und tatsächlich. Ja. He's saying that the player base is also increasing, the user base. A lot more people are participating in tournaments, a lot more people are gaming in this esports world, and it's becoming much bigger than before. In die ESL Pro Series haben da nicht so gute Karten. Vic ist wieder dabei. Ja, der spielt ein bisschen wieder. Ich meine, ich habe es vor einem halben Jahr mal so gelesen. Ja, der hat mal das ein oder andere Mal hier da herumgetickelt, aber. Glaube ich so Platz 20 im Moment. Aha. Aber wird schwierig. Aber es gab doch ein Thema, was ich finde, immer im Zeichen von Warcraft 3, was war diese Diskussion darüber, deutsche Spieler zu vergleichen mit der internationalen, mit dem internationalen Leistungsniveau in Warcraft 3. Und das war ja eigentlich immer mehr oder weniger ich will nicht sagen Drama, aber es war schon ein bisschen ernüchternd, oder? Also ich kenne das ja aus eigener Erfahrung. Ich wurde ja oft mit Spielern wie Moon und so verglichen. Und habe mich natürlich über den Vergleich gefreut, aber da kann ich, selbst ich natürlich nicht dauerhaft mithalten. Ja, ich mein, aber es stimmt schon, also wenn man weltweit sich das anguckt, also die Erfahrung, die ich so gemacht habe mit Warcraft ist, am Anfang auch, kann ich an mir selber sehen, so, was ist das denn? So nach Motto, total überfordert, ja. Und ich weiß, einige werden sagen, bist du doch immer noch, ja, tu nicht so. Aber mittlerweile ist wirklich Warcraft 3 zu so einem Massenphänomen geworden, dass auch ganz viele Leute, glaube ich, mittlerweile auch gucken, die es selber gar nicht unbedingt spielen. Man muss erst mal reinkommen, man muss erst mal so ein paar Basics verstanden haben und dann merkt man aber auch, wie genial dieses Spiel ist. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Warcraft weltweit auch so erfolgreich ist. Man muss sich das immer mal vor Augen führen, wenn man auf ein Event wie ESWC geht oder eine CPL oder WCG oder so. Da kommen Spieler aus der gesamten Welt. Also da sind nicht nur Deutsche, da sind nicht nur Europäer, sondern da kommen Leute aus... Just a comparison to German and international, that is, it's hard. And you know that Germans may not be able to live into the international world, perhaps. That is just a world apart, but kind of isn't. As Warcraft 3, if you just know a few basics, like Etienne says, you are able to watch this and it's just brilliant. It's just awesome. That's why Warcraft 3 is so popular internationally, so he says. Wenn sie von den Afrikanern geschlagen werden oder von den Schweden. Das ist eine wichtige Frage. Wenn man mal zurückblickt, die Deutschen haben eigentlich, wenn man ans Finanzielle auch denkt, immer die größten also die besten Voraussetzungen gehabt, schnell Geld zu machen durch relativ wenig Spielen. Denn wenn 16 Spieler in irgendeiner Liga sind, zum Beispiel der EPS, und alle 2 Stunden trainieren. Ich meine, sind eh auf einem ähnlichen Level und jeder hat am Ende irgendwie so und so viel Euro raus. Vielleicht ist das Problem. Vielleicht sind die deutschen Spieler satt, Kookian. Ist das so? Vielleicht liegt es auch am Bildungssystem. Was denkst du? Was ist denn deine These? Ich habe da gar keine wirklich großartige These für. Also es gibt einen großen Unterschied in Deutschland zu Ländern wie jetzt zum Beispiel Schweden, in denen die ja hervorragende Warcraft 3-Spiele hervorgebracht haben, oder auch zu Frankreich, die wirklich 2, 3 richtig große Spiele hervorgebracht haben. Und das ist, dass die Spieler meistens in Internetcafés geboren wurden, sozusagen, mit ihrem Talent. Also ein Survivor oder ein He-Man haben immer, wir kommen ja nachher noch zu diesen Spielern, oder auch Intox und Todd, die waren alle in diesen Plätzen. Ich weiß nicht, wie heißt es, Armageddon heißt es, glaube ich, in Frankreich, in Paris, das ist das Internetcafé und es ist das Inferno Online in Stockholm. Die Cafés, die haben diese Stars hervorgebracht und ich könnte fast am Tisch einen Kasten Bier verwetten, dass wahrscheinlich Deadman genauso einen Platz hatte in Moskau, in dem er regelmäßig... Yeah, Schildkrieg ist saying that because the international players, the international biggest, like Todd and He-Man and stuff back then, that they got raised by Internetcafés, that they got big in Internetcafés, just by their talents becoming large and much better in these internet cafes, and then in the end becoming awesomely popular and awesomely good. And that Germany doesn't really have that system, and it's very different talking about esports in Germany or talking about esports in, for example, Sweden, who just creates these kinds of talents. Sprechen halt das Spiel mit ihm nach dem Spiel noch mal durch und sagen, warum hast du das gemacht? Oder sagen ihm auch beim Spiel, geben sie ihm auch teilweise noch Tipps, fair oder nicht fair, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber das hat, glaube ich, schon entscheidend mit dazu beigetragen, denn in Deutschland ist es halt sehr, sehr Internet- und vor allem LAN-Party-basiert. Der Dennis, der hat ja damals auch in seinem Internetcafé Neuss immer gespielt. Krefeld. Ja. Ich meine Stadt schlecht. Ja, bestätigt ja meine Prognosen, oder? Der Take ist ja nicht derjenige gewesen, die international auf höchstem Niveau gespielt haben. Der Eddie möchte ansprechen. Ja, da erinnere ich mich dran, an das berühmt-berüchtigte Okraner-Krefelder Bootcamp. Das war eine der ersten Aktionen, die wir, glaube ich, mit GIGA eSports damals gemacht haben. Da war der Booty noch ganz frisch, sind wir, weil du eigentlich auch der Einzige warst, den ich wirklich gut kannte aus der Szene, aus der Warcraft-Szene. Ich sage, egal, wir fahren da jetzt mal hin, ist ja um die Ecke, und haben euch da mal, glaube ich, so einen Tag lang über die Schulter geblickt. Ihr wolltet es, denn ich glaube, die Akkuladegeräte der Kamera waren leer. Ach, und ja, das da habt war ihr nicht ja so richtig hingekriegt. Aber es war trotzdem schön. Es waren insgesamt, glaube ich, 3-Minuten-Trailer. Der Wille war da. Und zumindest Budi und ich haben ja viel gelernt. Die Zuschauer nicht so viel. Aber mein Gott, man kann nicht alles haben. Ja? Stimmt. Aber andere Frage, wenn man das vergleicht, Deutschland, man vergleicht immer Deutschland mit dem Rest der Welt fast, muss man sagen. Denn, ja, wir sind ja hier in Deutschland.
Ja, aber ich meine auch außerhalb, man sagt immer die Deutschen. Wenn ich einen Grubby höre, der sagt immer, die Deutschen verdienen das Geld so einfach. Aber der ist auch aus Holland. Also. Yeah. He says that the Germans earn money so easily, you know, because eSports is so big. Why? Einfach in den hinteren Teil reingeschoben bekommen und haben eigentlich nicht viel dafür tun müssen. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Russland. Was sagst du als Betroffener dazu? Persönlich, es war sehr angenehm, denn in der Zeit hat man relativ viel Geld verdient, musste keinen Nebenjob haben und ich glaube, ich kann sagen, aus meiner Klasse habe ich, glaube ich, am meisten Geld verdient in meiner ganzen Zeit. Wahrscheinlich, da kommen wir, glaube ich, zum Punkt. Der Grund könnte ja durchaus sein, dass wir uns in Deutschland mit der Pro Series auch, ich meine, es waren ja, Ausländer waren nicht erlaubt, ja, ist immer Punkt, ja. Ja. Und ich meine, haben die Deutschen natürlich ein schönes, abgekapseltes Umfeld gehabt, um ihr Geld zu verdienen. Wozu muss ich überhaupt noch auf internationale? Ja. We're still talking about the difference between Germany and internationally. That indeed, like 4K Grubby also says, like the Germans get so much money. Even Tick earns so much money, although he is no competition for players like Grubby. The international people actually have to do a lot more to earn money than people in Germany who can just play in Germany. Maybe no chance whatsoever against those talented, these huge talents international-wise, but still earn a lot of money and make a living out of it. As even Take here on the right side has made a lot of money by just playing in these kinds of tournaments. And yeah, is it fair? I don't know. Zwischen zum Beispiel also die Gewinne in der EPS sind ja mittlerweile schon so hoch. Und ein WCG, natürlich bei einer WCG oder ESWC gibt es auch richtig viel zu gewinnen, aber du musst auch einen ersten oder zweiten Platz machen, um da annähernd gut zu gewinnen, und du hast vollkommen recht. Yeah, and he's saying that indeed if you're an international good, that Etienne is saying this now, that if you want to win the ESWC, if you want to earn money, if you want to be pro gamer internationally, you have to win, for example, the ESWC, and you have to really win it, first place or second place. You cannot end fifth or something, like in Germany you can end fifth and still get some money. So becoming a pro gamer internationally is much harder than just in Germany, because in Germany it's easier to earn money. You can get higher up in the esports scene pretty easily, as they've got this kind of, I don't know, like Jens Hilgers explained, this kind of huge thing in esports in Germany, like in Korea, it's kind of the same thing, I guess. It's just dependent on the country. Natürlich nicht so einfach rausnehmen, und ich glaube, das hat am Anfang, glaube ich, auch schon sehr schnell auch den deutschen Spieler vielleicht ein bisschen die Motivation genommen, gepaart eben mit dem Fakt, dass sie eben auch in Deutschland gutes Geld verdient haben und deswegen auch natürlich gar nicht die Ambitionen mehr hatten, sich mit diesen Leuten wirklich zu messen. Aber das steht doch den Deutschen genauso frei wie den Koreanern. Also das verstehe ich nicht. Ich meine, die Deutschen werden ja nicht gezwungen zu studieren. Und also ich meine, wer verbietet denn einem deutschen Spieler 10 Stunden zu spielen? Niemand. Ja, niemand. Das ist einfach eine Entscheidung, die man für sich trifft. Ein Fatality hat das auch gemacht. Ja, ich glaube, der wurde auch gegen den Strom gegangen, wo alle gesagt haben, ist doch bescheuert, 8 Stunden am Tag zu trainieren, geht zur Uni, und der hat aufgehört zu studieren, glaube ich, hat sein Studium geschmissen, hat gesagt, nein, ich habe hier ein Talent, ich sehe, da ist ein Markt, ich werde jetzt alles auf diese Karte setzen, und hat es gemacht, und er hat es mit Erfolg gemacht, und ich glaube, warum sollte das... Mit sehr großem Erfolg. Ja, mit sehr großem Erfolg. Wieso sollte das ein Mio oder ein anderer deutscher, junger Spieler mit Talent nicht auch schaffen? Es ist eigentlich nur eine Frage, ob man sich traut oder nicht traut. Aber es gab ja auch Spieler. Glaubt ihr aber nicht, dass die... Yeah, I want to say something about that subject. He's just saying that... that these guys internationally, for example, choose to go to university or something, and because it's hard making it big in esports, it's actually true. I mean, if you're a big talent, it's hard to decide, even if you're a big talent in games, which I sort of was a long time ago in other games. I didn't decide to become a pro gamer either. I decided to go more to school and stuff, and then I started shoutcasting, which is another story, but it's hard to do this. In Germany, it's quite... The decision is easier. If you say, I have a lot of talent, okay, I can make money doing just games. Decision is easier. But if you're international, it's a very hard decision. If you plan on training like 8 or 10 hours a day, and then you're wasting all your time on this, and university and stuff, you know, fuck it. And then you just concentrate on that. In the end, maybe you fail. Maybe you don't get the first place in the ESWC, and then you're left with absolutely nothing. In Germany, you're still going to get some money. It's still going to be worth it in the end. Internationally, it's more difficult. I've come from Belgium, and it indeed is. I saw more fun in shoutcasting than gaming, because, I don't know, shoutcasting I could do for like a few hours a week. Gaming I had to do every day to be good. That was the difference. Trucks mit Fatality-Werbung rum. Ich nenne das mal jetzt mal als ganz banalstes Beispiel. Der Junge verdient mit diesem Brand echt Kohle. Und das sind nicht mehr 6 Stellen, die da um den Tisch rumlaufen. Und da funktioniert was. Man muss nur auch daran glauben. Ich weiß nicht, ob da vielleicht die Mentalität hier in Deutschland ein bisschen zu konservativ doch ist. Ich meine, Asien ist ein Umfeld, in dem Computerspieler doch etwas gesellschaftsfähiger sind. Ja? Amerika auf der anderen Seite ist ein Land, wo Computerspiele zwar noch nicht gesellschaftsfähiger sind, aber Leute doch eher an etwas glauben und auch wirklich alles auf eine Karte setzen. Man hat diesen American Dream.
Und den versucht man zu leben und man sagt natürlich immer, okay, in der heutigen Zeit geht das nicht, aber es scheint doch zu funktionieren. Kookian Dream, ne? Bitte? Was ist ein Kookianischen Dream? Ja, den habe ich, ja. Hab ich gelebt und versaut. I'm just talking about the American Dream, just taking one card, this esports thing, I'm just gonna do it, and just doing everything possibly, you know, to do it. Kind of the same what I have decided, you know, to come to Germany, become an English shoutcaster and become, you know, get this thing, get this esports thing as big internationally out of Germany like it is in Germany or in Korea itself. That's my mission, I guess, and that's my card I decided to play. And a lot of other people are deciding this as well, you know, that's even if they're international, even if they're from Belgium, even if they're from Sweden, if they are from America, whatever, that they just, you know, put everything they have on it and just take all the risks involved and just go for it. In Germany, this radical decision may not be that big, since it's quite not easy, but it's not as difficult to start earning money by playing games in Germany or in Korea, of course, than, for example, in a small-time country like Belgium. Daran arbeite, dann gibt's eigentlich keinen logischen Grund, warum ich es nicht schaffen sollte. Und ich glaube, wenn Mio. But of course, if you concentrate on it, you could make money. Like Todd, like Grubby. Grubby is amazing, you know. He played his cards too, and he played his cards right. Erfolg haben wollte. Natürlich ist es einfach eine rein psychologische Sache. Da sind dann Eltern, die sagen, Kind, jetzt hast du genug verdient, mach was Gescheites. Du kannst nicht dein ganzes Leben lang Computer spielen und so weiter und so fort. Und da kann ich dann auch nur sagen, ich erinnere mich damals an eine Diskussion, Machiavelli, damals ein großer Quake-Spieler gewesen, der auch das Potenzial gehabt hätte und gesagt hat, er ist nicht so doof, er setzt nicht wie Fatality alles aufs Gaming und dann gewinnt er irgendwann keine Turniere mehr und dann fehlt ihm das Geld. Was Fatality gemacht hat, ist, er hat irgendwann einfach, er spielt zwar immer noch, aber hat gesagt, okay, dann mache ich mich einfach selbstständig, mache eine Firma, bring Mauspads raus, bring Prozessoren raus, mache mich mit Firmen zusammen und hat eine andere Nische in der E-Sports-Welt für sich gefunden. Und ich denke, da... He's just talking about Fatality and another player, I didn't catch his name, sorry about that, but another guy who was just very talented but just said, I'm not going to put my cards on this because it's just too risky, this E-Sports world, and I don't want to do it. I mean, it's not as popular in my country, it's very hard to become big in my country for esports, for example, and he just didn't want to use his talent and concentrated on something more secure, like going to a university, for example, getting a normal job. And he didn't do it, but in Fatality then, he did do it, but he didn't think it was so good to keep on gaming. He just decided to bring out processors and stuff and just his shirts, his whole entire fan club. But we've got a movie here now, right? From Jens Hilger, one of his casts in the past. Und MC Hotdog, the guy who's sitting in the studio as well. Bitte? Und MC Hotdog. Ja. Oha. Das ist Philipp. Das war ein ganz, ganz berüchtigter Spruch. Er hat die Chance, gerade rechtzeitig zu kommen. Wurde ich vielfach für zitiert. Also man muss dazu sagen, ich bin der Blaue und der Gelbe ist dann Horror, der berüchtigte Horror, von dem wir es vorher schon hatten. Und es ist eine kurze Zusammenfassung vom Ende. Und damit ist diese da wurden, das kann ich mich noch daran erinnern, zwei Best of Threes gespielt an einem Sonntagabend, genau, mit ja. Ultra Digel. Und auch mit den Temperaturen. Das war ein unglaublich großer Fehler jetzt hier von Horror, der jetzt auch noch. Da kommt das GG und damit das erste. Da freut man sich auch noch richtig. Ja. Sieht man nicht mehr so häufig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie war das mit dem Ehrgeiz vorher? Nicht. Unglaublich. Und jetzt sieht man, glaube ich, noch ein kleines Interview. Oh. Ein Spoiler-View. Irgendwelche speziellen Meditationsübungen vielleicht vollzogen? Ja, ich habe live das Bild geschaut. Okay, that was the Jens, his first times as a Warcraft team moderator. Now he's of course the big boss of Dirt Entertainment and GIGA, second guy on the right. And he used to be just a Warcraft 3 moderator, so Warcraft 3 shoutcaster, that is. And he just casted Kookian's game, and you saw Kookian really living himself out. You don't really see that much anymore in the esports scene. When somebody wins, it's like, okay, let's manner up and let's shout too much, too loudly. But Kookian really was very happy about it. You could see him being so happy winning there against Jan the Pig. And maybe you don't see that so much anymore today in the esports scene, because it's more about money and maybe less about fun and familiarity. Damals alles so viel lockerer war. Ich glaube, die Spieler haben das wie immer lockerer gesehen. Aber ich glaube, es wurde sogar selbst in der Sendung gesagt. Das war. Ich kann mich so zumindest nicht, dass ich wüsste.
Ich will nichts Falsches behaupten. Am Ende dann war genau, das. Doch. Am Ende habt ihr gesagt, ihr teilt das Geld, genau. Ja, nein, so das war dann anders. Also du hast dann so diese Nachforschungen angestellt, gab es da Gerüchte, dass ihr. Ja. Also es war dann, ich muss ganz ehrlich sagen, mein Gedächtnis ist dann auch nicht mehr so gut in meinen Jahren. Aber, sowas vergisst man auch leichter, ne? Aber auf jeden Fall leidet so ein Spiel darunter, wenn man sich dazu entschließt, das Spiel zu teilen. Natürlich, also heutzutage wird man es nicht mehr machen und selbst wenn, dann denke ich nicht, dass es in Ordnung wäre. Also, aber auf jeden Fall denke ich, dass es ihr gewusst habt, aber so richtig kann man das ja auch nicht kontrollieren. Aber ich meine, spielt ja auch eigentlich heutzutage keine Rolle mehr. Ich denke, heute ist man so weit, dass man es gar nicht mehr entweder teilen möchte, denn auch der erste Platz zählt heute viel, viel mehr als früher. Ja. Und anderes Thema ist, du warst ja damals vielleicht der beste Ork eine Zeit lang in Deutschland, hattest aber immer einen Konkurrenten. Kookian was for a time long the best Ork in Germany, so the guy totally to the right of the talk set. Wie siehst du das? Hattest damals im Grand Slam gegen ihn im Finale verloren. Das war auch die Archon 4 Qualifier. Bittere Angelegenheit, oder? Ja, das war sehr bitter, aber wir springen ja jetzt gerade ein bisschen in der Zeit, gell? Das war, glaube ich, schon fast ein Jahr später oder so. Ja. Ja, auf jeden Fall, da ging es halt um eine Qualifikation für dieses Archon 4 Turnier in Shanghai. In Shanghai, genau. Und dort gab es halt nur einen Platz. Der erste flog nach Shanghai und der zweite, was bekam er? So eine durchschnittliche Grafikkarte. Ja, genau. Also wie bei WWCL quasi. Der erste Ja, aber nicht so krass. Aber für dich, Taker. So, ein bisschen so wie in den USA, gell, mit dem Präsidenten. Für dich, Taker, auf jeden Fall der größte Konkurrent. Ja, Christopher, wie geht's dir? Ist gut. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Ich war gerade Telefoninterview now. Aber das geht wieder einigermaßen. Gerade Taker am Telefon. Kookian ist gerade in der Mr. Taker, also known as Tower Taker, using his towers and using it very good. Played in tournaments like Go for Warcraft 3, W3L and he's a legend. Ich kann mich an einige schöne Momente erinnern. Wir haben gerade über Archon 4 gesprochen, wo du gegen Kookian zum Beispiel gewonnen hast. Was sind das für Momente? Waren das schöne Momente? Ich kann mich am meisten erinnern, weil das habe ich auch gewonnen. Von daher. Ich habe nicht so viele große Events gewonnen damals und das war, ich glaube, sogar das einzige. Von daher kann ich mich natürlich noch dran erinnern. Vor allem, wie ich gewonnen habe, das war ja auch ein bisschen außergewöhnlich mit den Towern, obwohl ich keine Armee mehr hatte. Ja, das stimmt allerdings. Dafür bist du ja weltweit bekannt durch deine Tower-Strategien, die du ja eigentlich perfektioniert hast. Und ich glaube, selbst bei den Koreanern, jeder weiß ganz genau, wer du bist. Vermisst du das schon so ein bisschen? Denn momentan bist du ja eigentlich nicht mehr so auf der Höhe, spielst in der ERS. Kommst du nochmal auf die alten Zeiten zurück? Ich meine, Pick versucht's aus. Wie sieht's da aus? Ja, ich versuche mich ja wieder in die EPS reinzuspielen, aber ich denke mal, es wird ziemlich hart, weil ich momentan auch eher Rise of Legends spiele. Da geht es eben um $40,000 und das ist nämlich ganz wenig. Ich weiß auch nicht. Von daher versuche ich gerade beides so ein bisschen zu spielen, aber es wird natürlich sehr, sehr hart mit der EAS. Also wenn ich jetzt auch alles gewinne, dann habe ich vielleicht noch eine Chance auf Top 2, aber wahrscheinlich werde ich nicht alles gewinnen. Von daher vielleicht mit viel Glück noch Relegation und sonst. Yeah, Taker just talking about what his future plans are, but he's just playing the EAS. He's not really, you know, he was even known in Korea about his towers, just perfecting his strategy right there. But now he's, kind of become a lot worse. Schön, hat's alles so geklappt, wie du es vorgestellt hast? Willst du auch weiterhin da mit drin leben oder ist das für dich nur ein Teilabschnitt deines Lebens? Ja, die Entwicklung ist natürlich schon enorm, vor allem wenn man sieht, dass man schon einen ganzen eigenen Gaming-Sender mit GIGA 2 hat, der sich die ganze Zeit nur über E-Sports beschäftigt und darüber berichtet. Das hätte man sich natürlich früher überhaupt nicht vorstellen können. Man wusste vielleicht, dass es irgendwann mal kommen wird, aber ich denke nicht, dass man gedacht hätte, dass es so schnell kommt. Und wenn die Entwicklung weiter so schnell vorangeht, dann wird es vielleicht irgendwann mal Mainstream und sobald es Mainstream geworden ist, dann denke ich mal, dass man auch mit dem Zocken komplett vom Zocken leben kann quasi. Und dass man natürlich für die ganzen Spieler das Beste, was passieren kann. Ich würde sagen, das war auf jeden Fall ein paar Worte von dir. Bedanke mich bei dir, wünsche dir auf jeden Fall. Okay, I say goodbye to him. That's it for the telephone interview with Taker, Tower Taker. He also says that it's of course a gamer's dream to start earning money just by gaming, not doing anything else, just being pro gamer. That's, of course, I guess it's every gamer's dream. My dream was not that though. My dream was a shoutcaster dream to start earning money shoutcasting, and that's exactly what I'm doing right now. So I guess I made it somewhere along the road, but. We'll see how this evolves. As I'm the very first English shoutcaster actually that gets paid, and has a full-time job as a shoutcaster. I'm the first in Europe, as far as I know. So, or one of the first at least. And it still, of course, is
we don't know yet if it has a future, and I don't know, that's how it's gonna evolve, but my words about that is that I can only try, and I will give it my best to bring the esports scene much bigger into the entire world, and not just in Germany, as I'm not focusing on Germany at all. Das sind die wenigsten. Das kannst du nicht so kurz abfangen. Also er ist tatsächlich, wir haben uns überlegt, warum steht ein Fahrrad vor der Haustür, ja? Vom Future Point. Und dann sagte uns der Matze, dass der Modo im Fahrrad gekommen wäre. Ja. Aus Bayreuth. Zu den EPS Finals. Also das ist schon. Das nenne ich Oldschool. Dazu hatten wir aber auch noch den Storm im Hause. Und natürlich dich, Sebastian. Und dazu haben wir auch ein kleines Video. Du warst damals. Einer der drei Weisen und man hat dich auch. We're gonna show a video now of Bashi, Sebastian Weishaar. Die Qualität der Arbeit, die du da absolviert hast, herausragend. War ganz okay. Ich würde sagen, man sollte mal reinschauen und genau auf dich achten. Of his old times, old school times. Here we go. Beide hatten einfach keine Economy, haben so viele PMs während dem Tech verloren, hatten also einfach gar kein Geld, um irgendwelche besonderen Strategien zu fahren. Da ging es einfach nur ums nackte Überleben. Und ja, deswegen einfach stand wie auch in diesem Spiel wieder das Micro im Vordergrund. Ja, das denke ich auch, der entscheidende Punkt, denke ich, war, dass Ravage sehr, sehr früh schon den Tier 2 abgeschlossen. Du wusstest aber schon, wo die Kamera steht oder wo der Tom sitzt, oder? Und dadurch produzieren konnte, was Mio dadurch, dass er halt erst später war, noch tun konnte. Und deswegen hatte Mio halt auch wesentlich mehr Pions und entsprechend wesentlich mehr Milizen und konnte deswegen, glaube ich, das, was den Angriff von Ravage besser abwehren, als das auf der umgekehrten Seite der Fall war. Ravage hat ja wirklich alles verloren. Er hat zwar diese drei Pions noch rausbekommen, aber ansonsten hat er wirklich komplett alles verloren. Und Mio hat zwar auch viel verloren, aber konnte das wesentlich besser kompensieren. Und das, denke ich, war wahrscheinlich das Entscheidende, was ihm dieses Spiel dann gebracht hat. Ja, jetzt haben wir morgen dann das Spiel Ravage gegen Taker. Das hatten wir gestern auch schon. Deine Prognose, was meinst du, wie geht's aus? Ja, ich denke, Ravage hat gestern ein bisschen glücklich gewonnen. Taker hat es relativ versaut. Also er hatte 1-0 geführt und die zweite Map hätte er definitiv gewinnen können, beziehungsweise sogar müssen. Und deswegen denke ich, wird es morgen eine knappe Kiste. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Taker es diesmal besser macht. Aber ich würde eigentlich wieder auf Ravage tippen. Wo ist denn hier der Matzerk? Ja, wenn Ravage dann. Ich glaube, er war am nächsten Tag dabei. Der frei oder so. Das Rematch Mio im großen Finale. Hältst du es überhaupt für möglich, dass jemand Mio stoppen kann noch auf diesem Turnier? Oder glaubst du, dass dieser Sieg für Mio schon fast der Gesamtsieg ist? Schließlich muss ja derjenige, der jetzt im Overall-Finale gegen Mio spielt, zweimal gegen Mio gewinnen. Hältst du das für möglich? Nein, also ich hätte eigentlich von Anfang an Mio als den Favoriten gesehen. Das bestätigt er hier auch. Und von daher gibt es eigentlich keinen besonderen Grund, warum man jetzt davon ausgehen könnte, dass Mio noch zu stoppen ist. Er hat jetzt einfach den Riesenvorteil, dass er nur noch ein einziges Best of Three gewinnen muss und er hat noch gar keine Map abgegeben. Von daher war es bisher ziemlich souverän und das lässt mich auch darauf schließen, dass er das Finale sicher nach Hause bringen wird. So viel auf jeden Fall von dir. War das... Okay, that was the interview with Bashi and I don't know who it was, who was right. In any case, they were talking about Mew, for example, and it was just an EPS interview that Mew was winning and he will probably win and stuff like that. Mew always has been the EPS champion, I guess. Dazu wurde ich natürlich nicht ausreichend gebrieft, wie man da gerade an meinem Verhalten sehen konnte. Aber ich denke, der Storm und ich haben uns perfekt ergänzt. Der Storm hat immer starr in die Kamera geguckt und sich nicht bewegt. Ich habe immer aus der Kamera weggeguckt. That was Storm. Storm was sitting next to him. He was always watching the camera very well, but Bashi then didn't know how to look in the camera yet. He was always looking away from it. Eigentlich die Aufsicht aller Ligen, die es bei der ESL gibt, das hat sich ja schon extrem geändert, dein Aufgabenbereich auch. Ich meine, vom Weisen zum, ja, wie gesagt, Turnierdirektor. Wie ist das gekommen? War das irgendwann abzusehen bei dir schon persönlich? Naja, ich bin ja erstmal nicht als Weise auf die Welt gekommen, sondern davor habe ich ja erstmal die GoFor WC3-Turniere großgezogen, dann die WC3L gemacht, komme also stark aus dem WC3-Bereich. Heute ist das Ganze halt wesentlich breiter gefächert. Heute ist eben WC3 nur noch ein kleiner Teil. Heute gibt es auch noch CS-Ligen, heute gibt es Battlefield, heute gibt es FIFA. Und von daher bin ich natürlich allein schon, was die Spielbreite betrifft, natürlich viel breiter aufgestellt mittlerweile. Und natürlich sind die First, Bashi says that he was mostly for Warcraft 3, with Go for Warcraft 3, making that tournament a big first. And actually, I helped him with that, because I brought a lot of attention to this league, to Go for Warcraft 3, by shoutcasting it myself. I did so many games, and it was like the only league having so much commentation, so much shoutcasting, that a lot of people were interested in it and looked at it. So he kind of has me to thank about the success as well, just a small part of it, as
of course not most of it. And the Gopher Warcraft 3 was a lot of fun. It costed basically everything, and I had a lot of listeners too, enjoyed listening to it. But now he has to go away from the Gopher Warcraft 3, I guess. Now he's in the ESL and stuff, and he broadened his horizons. He didn't stick to Warcraft 3, and he went to a lot of other games as well to make them big in the ESL. Erfahrung, und die war auch sicherlich wichtig und war auch irgendwie prägend, aber ganz ehrlich, das, was ich heute mache, macht mir doch deutlich mehr Spaß. Sonst würde ich es im Zweifel auch nicht machen, sondern eher... He says the stuff he does today gives a lot more fun to him as well, instead of what he did before. Mit am Tisch? With ESL then, of course. And with Gopher Warcraft 3, he was standalone more like. Denkst du, es war der richtige Schritt? Ich meine, mittlerweile die WC3L, die weltbeste Liga, kann man, glaube ich, sagen, mit den besten Teams auch der Welt, die doch, glaube ich, sehr relativ zufrieden sind und sich immer wieder freuen, in der WC3L zu spielen. Ich denke, die WC3L hatte schon vorher das deutliche Potenzial oder, ich sag mal, das Merkmal, eine der herausragendsten Ligen im Warcraft 3-Bereich zu sein. Verbunden mit der Tatsache, dass Sebastian dort als quasi führender Kopf in der Truppe saß, glaube ich, das war genau die richtige Entscheidung, damals Sebastian an Bord zu holen mit diesem Liga-Konstrukt. Denn zum einen haben wir heute einen hervorragenden Liga-Director, der die Liga betreibt, zum anderen haben wir eine der führendsten Ligen, die natürlich mit der ESL weitergewachsen ist. Aber bevor wir auf personelle strategische Dinge kommen, lass uns bei Warcraft 3 bleiben. Da schließt sich für mich eine ganz interessante Frage dran an, und das ist so: Welcher Spielmodus in Warcraft 3 ist denn derjenige, der am Ende des Tages am interessantesten ist? Früher, man erinnert sich in der Historie, wir haben ja mit 2 on 2 angefangen. Da warst du auch noch gar nicht dabei, Kookian, oder? Nee, also ich durfte nicht. Also für die zweiten EPS Finals. In Germany, in the German leagues, he started with a 2-on-2. But in the end, they talked about WC3L still being the most important and the biggest international league, of course. And it still is, and a lot of people are looking forward to playing in the WC3L. And it got a lot of popularity in the end. I also want to say that every time you see on the television with Jens Hilgers, it says old school moderator. Well, that's kind of true, but yeah, he still is the boss of Turtle Entertainment, which controls ESL, GIGA. He's the mastermind behind everything. So he's not just an old school commentator, moderator, whatever. Die haben bei uns, einer von beiden zumindest, hat bei uns ESWC Qualifier oder so gespielt. Stimmt, das falsch, war falsch. Da darf ich bitte mal verbessern. Jetzt mal hier ganz ja, ruhig, gerne, was du erzählst. Doch. Du meinst, glaube ich, als erstes GIGA-Match, bevor es GIGA eSports gab, ja, ja. Hell gegen Tagor, ein Showmatch Best of 3, was Tagor 2-1 gewonnen hatte. Aber ich erinnere mich auch an danach, irgendwas ESWC. Ja, hör zu. Ich bin noch gar nicht fertig. Ja, okay. Danach gab es dann Mighty X gegen meine Persönlichkeit, meine Wenigkeit, ESWC 2003 Qualifier das meinte im Hause, ich. Aber den ich dann auch 2-1 gewonnen habe. Ich erinnere mich, das war auf jeden Fall Ogre Hell, das war's, ja, ne? Genau. Zum allerersten Mal, dass wir ein Warcraft 3-Match bei GIGA irgendwie übertragen haben und zu dem Zeitpunkt noch live, und wir waren alle überfordert, weil wir auch natürlich überhaupt nicht wussten, wie wir es genau in Szene setzen sollten. Und dann ging das Match natürlich viel länger, als wir irgendwie geplant hatten. Und dann in die Regie sagt, ja, wir müssen jetzt Werbung machen. Ich so, wir können jetzt keine Werbung machen, wir sind mittendrin, was ist, wenn es in der Werbung dann passiert, ja? Pause machen. Und ja, das war, erinnere ich mich mit einem kleinen Lächeln. Sowas passiert heute auch noch auf GIGA, ja. Keine Sorge. He's just talking about till the old times, that they used to have to play, well, it still happens sometimes, but they have to play commercials in the middle of a game, and they're like, no, we can't play commercials now, I mean, what if something happens here in the game, how can we play commercials? But they just had to do it to get some money and be able to continue broadcasting esports, because they earn money with this kind of advertisement, of course. Nochmal sehr, sehr lange dauern, wobei es waren eigentlich eher so die mittleren Zeiten, ne? Ganz früher war es eigentlich durch dieses Mass Units, war es doch relativ definiert, ich glaube in der Mitte gab es mal eine Zeit, wo viele Leute sich eingebunkert haben und bis zum Letzten gefightet haben. Heute ist es eher wieder so Mio berechenbar geworden. Ja, Mio und auch Taker. Also aber Taker war ich erinnere mich wirklich an viele Taker-Matches, wo dann auf einmal irgendwo der andere Spieler frustriert GG geschrieben hat, weil er irgendwie entdeckt hat, dass 20 Tower unter seiner Base stehen. Ja? Und dann war das Spiel halt einfach gelaufen. Du hast das groß angekündigt und gesagt, hier das größte Match der Welt und guckt's euch an und hast du nicht gesehen, hier werden zwei der besten Spieler. Und nach 7 Minuten sagt der eine GG, weil er irgendwie nicht aufgepasst hat und ein Tower unter seiner Base aber steht. Aber ein gutes Thema. Just talking about then, that with the towers, that everybody was watching and you say, oh, the best players, the best league, you watch this, you watch the best of the best, you know, and after 7 minutes, one guy says GG and
you don't know what the hell's happening because you don't know Warcraft 3 that well. You know, it's just because one of the players saw like 20 towers underneath his base and said like, okay, GG, I can't win against this, it's impossible. So he just said to GG, but for somebody, of course, who didn't know much about Warcraft, it was like, what the fuck? I mean, the best players, best league, everything, the best Warcraft 3 has to offer. And he says GG after 7 minutes, and we haven't seen anything. What's this game about, you know? But, of course, that was the tower stuff. Von der Spiellänge, wenn man die Spiellänge betrachtet, so ist das beste Beispiel eigentlich der Tennis. Da gibt es auch keine feste Spiellänge, und auch da hat ein Fernsehsender Probleme. Wenn man so ein richtig spannendes Match ist, und Andre Agassi ist einer, der es meistens ganz besonders spannend machen kann, da muss man es so lange übertragen. Aber ich finde, das gibt dem Ganzen auch einen ganz besonderen Reiz am Ende des Tages. Ja, natürlich ist Fußball auch spannend, aber meistens nur dann, wenn es in Verlängerung geht und ins Elfmeterschießen geht am Ende des Tages, wie auf der Fußball-Weltmeisterschaft, auch dann zieht sich ja das Spiel länger. Aber ich glaube, so ein Warcraft 3, anders als jetzt ein Counter-Strike, ist ein Spiel, wo es keine feste Matchlänge gibt. Ist ein Problem, das zu übertragen, hatten wir früher oft. Da ist aber generell eine Sache, die jede Sportart eigentlich hat. Ich meine, es ist einfach eine... He's just talking about other sports as well, but especially esports, and especially Warcraft 3, has a problem with, for example, if you plan 2 hours for Warcraft 3, it could last like 4 hours, and it's a problem to go into overtime with this, you know, and especially in tennis, it's a problem as well for normal TV stations as well to show the entire tennis competition, because it could last, it doesn't have a time limit, you know, it could last forever, and that's, it won't last forever, of course, but that's the problem about some of sports and a lot of sports, and especially esports as well, that it's hard to plan these hours, and if something ends in 1 hour and you plan it for four, what do you do for 3 hours? If you plan it for 2 hours and it lands in five, I mean, then this a lot of content that falls away. That's of course a problem that GIGA 2 sometimes has with only esports, that we have to cancel something to show something else longer, and that's of course also a problem in other TV stations. Schönen anderen Sachen, und wenn es eine Stunde dauert, muss man dann halt alle nachfolgenden Programme machen. Das ist eigentlich das ist so wie es sein sollte. Aber harmlose Darstellung. Ich sag dir, was passiert ist bei uns auf den ESL-Finals, ja, als wir noch sehr, sehr jung und unbedarft an die Sache herangegangen sind. Wir haben zuerst unsere Warcraft 3 Finals dahingelegt, ja, also vom Zeitplan, die sollten um 17 Uhr anfangen am Sonntag, Nachmittag, ja, und dann sollte danach Counter-Strike kommen. Was passiert? Da kam irgendein Spieler kam aus dem Loser-Bracket, ich weiß nicht mehr, was es war, und dann hätte man denken können, dass die Spiele mit zwei Maps abgefrühstückt sind. Ja? Der Winner-Bracket, das kann gut sein, ja? Der Winner-Bracket-Junge, der schlägt sich zwei Maps, Best of Three, ist die Sache gegessen. Nein, nein, nein. Dann spielen die komplett, weil der von unten kommende dann gewinnt und dann jeweils drei Maps, ja, immer 2-1. Und dann spielst du halt nicht 40 Minuten, dann spielst du halt 3 Stunden und 40 Minuten. Das ist natürlich... Dann wird's problematisch. Aber da kann ich auch mithalten, weil da erinnere ich mich zum Beispiel an den einen oder anderen Grand Slam, der schon für 4 oder 5 Stunden angesetzt war. Problem war, dass wir einfach nur an Sendezeit bis 0 Uhr hatten, weil dann kamen nämlich die Astrologen dran. Ja? Und die waren einfach komplett von einer anderen Firma, andere Gesellschaft, keine Ahnung, mit denen konnte man nicht reden. Die hatten um 0 Uhr das Recht, einfach zu senden. Das heißt... Da gab's nichts. Du konntest ja nicht anrufen und sagen, so, wir brauchen noch 10 Minuten länger, wie das dann bei Eurosport ist, wenn Agassi spielt, die einfach sagen, wir sind Eurosport, wir zeigen so lange Tennis, wie wir Lust haben. Sondern da gibt's dann einfach Wahrsage pur, ja. Und das war halt ein Problem. Da guckt man dann auf den Plan und du hast dann irgendwie dummerweise natürlich dann sowas wie Worms drinne, ja, wo auch kein Mensch weiß, wie das gespielt wird, und dann geht Worms in Sudden Death und du hast so zwei Würmer, das Wasser steigt mit jeder Minute und die Würmer arbeiten sich so langsam hoch an die Decke und das Wasser steigt und du hast die oben am Screen hängen und alle sitzen so da, das kann nicht wahr sein, aber für die Spieler geht es natürlich um alles, da gab es, weiß ich nicht, 2000 Euro zu gewinnen für einen Worms-Spieler, so viel wie der in seinem Leben nie wieder verdienen wird mit diesem Spiel. Dem war alles scheißegal. Vielleicht war Taker unterm Fake-Account drin. Ja, das kann sein. Und dann hast du einen kleinen Wurm, der sich hocharbeitet und alle Senderegisseure, Ablaufregie, jeder sitzt nur da und sagt so, oh Gott, und die Wahrsager kommen gleich. Ja? Und du hast noch das Top-Counter-Strike-Match. Also ich kann ja auch Geschichten erzählen, absolute Horror. Es ist halt, aber da, das ist halt history in the making. Aber da gibt's ja dann auch diesen... Yeah, he was just talking about the fact that you could only broadcast until 12, for example, and then you had to just shut it off at 12. It's not like Eurosport, who can just show 10 minutes, 20 minutes past that midnight clock. There's no problem for them. But for them, it used to be a problem in the old times, and it's also revealed to some problems. He was also talking about a Worms match. That's, you know, these Worms were just going up and up and up because it was in sudden death mode and the water was rising up, and it started getting boring, and we got a top Counter-Strike match on and stuff, but, you know, for these players, it's so fucking important. They can win 2,000 euro with this game, and something they will never ever do in their life again with this game. So they just did it. They just met that they were their worms up, and they were like so tiny, and they just had to win.
sowieso auch macht, dass wenn ich mir angucke, NBA All-Star Game, da wird halt einfach den Teams gesagt, ihr müsst so und so viel Auszeiten nehmen, damit die Fernsehsender Werbung machen können. Das ist jetzt nur ein Beispiel, wo einfach gezeigt wird, irgendwann entwickelt sich das Ganze in so eine professionelle Richtung, dass sich die Sportart natürlich auch dem Umfeld anpassen muss, dem medialen Umfeld in einer gewissen Weise. Ich glaube, dass ganz viele Sachen gemacht wurden, auch beim Fußball. Vielleicht sind es nur kleine Detailsachen, die angepasst wurden, damit das auch für den Zuschauer, für den Fernsehzuschauer, für die Vermarktung des gesamten Produkts besser geworden ist. Da gab es aber gerade im Fußball mal eine riesige Diskussion zu, wo wir diskutiert haben, soll das vielleicht gedrittelt werden, ein Fußballspiel, oder um es die besser Halbzeit 5 Minuten länger vermarkten gehen zu können. Ich finde aber die Auszeiten bei der NBA, finde ich, ein... will schon sagen, fast positives Beispiel dafür, dass man Kommerz steigern kann, aber trotzdem einen sportlichen Charakter bewahren kann. Während ich es bei Warcraft 3 fand, ist immer relativ dramatisch zu sehen, dass nicht Best of 3 gespielt wurde. Gerade wenn man in Zeiten dieser Imbalance auch auf Maps ist. Ja, es gab ja auch Maps, die konntest du nur als Ork sauber durchspielen und jeder andere hat einfach ins Gras gebissen. Und da finde ich einfach dieses Best of 1-System extrem unsportlich für Warcraft. Gut, also ich wollte das jetzt auch gar nicht so auf Warcraft beziehen, weil das natürlich klar, wenn es da einen Vorteil auf einer Map gibt, ist natürlich total lächerlich, dass dann nur eine Map gespielt wird. Bin ich absolut dafür, nur dass man prinzipiell sagen muss, dass man das Spiel durchaus auch den Umständen anpassen muss, dass man, weil wir dauernd darüber reden, wie war es früher, wie ist es heute. Früher, da gab es einfach Warcraft, da gab es keine Fernsehsender, da gab es auch keinen so ein Coverage, da mussten sich die Spieler im Prinzip nur selber treffen und am Ende des Matches ihr Ergebnis in der Liga, in der Ladder eintragen. Auf die Spieler, auf die Hosts, auf alle Beteiligten ist ja jetzt, liegt ja viel mehr Verantwortung, weil es eben einen Fernsehsender gibt, an dem man sich halt muss. Ich erinnere mich selber an, an ein Quake-Match, wo Wu abgesagt hat bei uns und wir haben das im Fernsehen angekündigt. Und wir haben gesagt, Wu kommt und zockt hier und das war, glaube ich, ein Eurocup-Match, ja, online. Aber Wu hat sich halt überlegt, online habe ich keinen Bock mehr zu zocken, ich zocke nur noch LAN. Und ist einfach nicht angetreten. Und wir als Fernsehsender, wir standen da, haben das angekündigt, haben als Top-Match hier, Wu, Weltstar, hast du nicht gesehen. Und der hat einfach keinen Bock anzutreten. Ist ihm halt egal. Und da merkt man halt, wo, das ist das, was ich meine, wo einfach eine Verantwortung auch von den Spielern ist, auch an das Spiel, wie das Spiel administriert wird, wie es präsentiert wird, wie die Spieler sind. Das hat sich alles verändert, weil halt jetzt Fernsehen und weiß ich nicht, Zeitung und auch natürlich viel Geld im Umlauf ist. Im amerikanischen. Yep. Then back in the old time when there was not so much money like now, so now we don't have that problem anymore, but when it used to be a problem, when they didn't have enough prize money, I mean, there was a guy somewhere in a tournament that just didn't show up. So they were announcing it, best game, you know, you have to see this, and he just didn't show up, and he just gave forfeit because he wanted to play online or something, and he just didn't care about online playing anymore. So that was still a problem, of course, for something like GIGA or ESL TV or whatever, that they had to stop 1 hour sooner or 1 hour and a half because some dude just didn't want to show up because the prize money wasn't enough. This problem has been erased normally. Wie ist dann die Aussage? Ist es jetzt so, dass Warcraft 3 gar nicht mehr fernsehtauglich ist oder sind jetzt die Einschnitte? Also ich finde, jetzt ist ja ein Kompromiss, wenn man sagt, Basketball, wir machen jetzt 4 Auszeiten pro Mannschaft, dass man Wilkinson-Werbung machen kann, oder wenn man bei Warcraft 3 wirklich den Wettbewerb wegnimmt, indem man die Creeps reduziert, indem man die überhaupt den Modus sogar verändert. Also ich denke, gerade bei Warcraft 3, wenn man das so hinschneidet, dass man eine feste Matchlänge hat, dann geht ja der Wettbewerb unter. Dann ist ich glaube, das so steht auch für die ESL überhaupt gar nicht zur Debatte. Nee, würde sich auch niemals machen. Natürlich aber nicht, aber sobald du im Fernseher bist, hast du ja keine flexiblen Matchzeiten mehr. Dann ist es ja nicht so, dass man sagt, bei den EPS-Finals machen wir jetzt Warcraft 3 als letztes Match, weil das kann nach oben hin laufen, wie es will. Man hat halt seinen Zeitplan und dann kann man eigentlich Warcraft 3 gar nicht in ein Fernsehprogramm unterbringen. Lasst uns aber doch vielleicht erstmal über den ersten Fernsehsender, der wirklich E-Sports ins Leben gerufen hat im Fernsehen. Lass uns doch ein bisschen drüber sprechen und auch dazu mal ein Video anschauen. Ich glaube, du kannst da gleich auch viel erzählen. Du hast damals, etwas gegründet, was wir uns mal anschauen sollten. Warst früher bei GIGA Games. Und dann gab es eine kleine Abwandlung. Ich glaube, wir sollten uns das mal anschauen. Die Qualität, das muss ich schon mal vormerken, dieses Videos ist nicht ganz so gut. Aber ich glaube, mit dem Thema Oldschool können wir uns damit begnügen. Und ich glaube, jeder weiß ganz genau. They're gonna show another video now of Eddie. Etienne. Sag mal, Eddie, langsam wird es mir aber echt zu bunt. 7 APM? Naja, was anderes. Ach, ich weiß. Was machst du denn hier? Ah, das ist die Verabschiedung aus dem PC-Bereich, die Eröffnung des E-Sports. Schau es dir einfach mal an. Oh Gott. Wie, du hast mich verlassen. Du
den Hund. Behalt ihn in Ehren. Den lieben Tisch Nummer 1. That's when he left GIGA Games, I think, and went to GIGA Esports. Nur noch eine halbe Eins. Du bist jetzt die Nummer 1. Nur noch eine Fraktion der 1. When the new Esports section was, you know, set up. Das könnt ihr doch nicht machen. In GIGA. You can't do this, you can't do this, he's leaving me. Er läuft eigentlich Andrea Bocelli im Hintergrund, man hört es leider nicht so. Sie haben mir meinen Kollegen genommen. Herzlich willkommen im E-Sports-Bereich. Tisch. Ich habe neue TFT-Monitore. Ist das geil? Guck mal, ich kann mal hoch und runter schieben. 17 Zoll, nicht mehr 15 Zoll. Ja, ich war sehr traurig, dass ich nicht mehr im PC-Bereich war. Man merkt es. Mensch, ist hier viel Platz. Willkommen im E-Sports-Bereich. Das ist der neue Themen-Channel hier bei GIGA Games. Das ist natürlich eine Weltpremiere, das muss man an der Stelle einfach mal sagen. Seit 3 Jahren fast gibt es diese Sendung. Und zum ersten Mal gibt es wirklich einen richtigen, amtlichen, neuen Bereich. Einen richtig neuen Tisch, der genauso aussieht wie die anderen. Mit besserer Hardware und besseren Monitoren. Und es gibt natürlich auch online etwas Neues. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, kann ich jetzt nur sagen, geht mal auf GIGA.de, schaut euch den neuen E-Sports-Channel an. Er müsste mittlerweile freigeschaltet sein. Ich habe ihn selber noch gar nicht jetzt gesehen. Ich rufe ihn jetzt mal auf. Ich hoffe, ich weiß gar nicht, ob das hier alles schon richtig verkabelt ist. Alles ganz neu. Also ich persönlich sehe schon, du bist gefestigt, Eddie. Neue Monitore. Mal schauen, ob er schon da ist. Das ist durch die Blume gesagt. Eddie, du bist alt geworden. Ja, ja. Einfach mal. Wie lange ist das denn jetzt her? 3 Jahre oder so? Ist natürlich jetzt wahrscheinlich wieder. That was mostly Anfang 2004 the start of the esports scene in GIGA. The esports shows in GIGA, most likely. And he left games, then went to esports. Da fühlt man sich direkt wohl, live on air. Willkommen zum neuen Bereich. Ah, er geht nicht. Das ist der neue esports. Habe ich euch zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Warum ist er jetzt nicht da? Da! Und sogar einen Sponsor gehabt, Engage. Da ist er, ich freue mich so. Ja, Mensch, geil. Wir finden natürlich schon einige Neuigkeiten auf der Seite, News, so viel ich Zeit hatte heute zu schreiben, 3 Stück. Und natürlich einiges an Erklärung. Ihr findet unter anderem auch auf der GIGA-Seite, die übrigens hier direkt auf der Startseite verlinkt ist. Ich glaube, so langsam aber sicher, wir wissen, worum es geht. Wir wissen, worum es geht. Deine allererste Sendung für GIGA eSports, somit eSports im Fernsehen. Ich glaube, damals war es noch Kabelfernsehen sogar. Ja, ja. Und wie war es? Wir sind auch heute im Kabelfernsehen für denjenigen, der es verpasst hat. Stimmt. Kabel digital, nicht vergessen. Für dich die erste Sendung. Du bist ja auch ein E-Sportler, muss man eigentlich sagen. Denn du hast in Massen Ego-Shooter gespielt. Und was war das? War es ein angenehmer Tag? Hast dich gefreut? Ja, ich habe mich natürlich gefreut. Ich war auch aufgeregt. Das Problem war einfach, dass ich damals, also wenn man das mit heute vergleicht, ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Weil ich war wirklich einfach der Einzige in diesem gesamten Komplex GIGA und mit allen, die da gearbeitet haben, der überhaupt wusste, was sich hinter diesem Begriff E-Sports verbirgt. Und es hat also wirklich viel Überzeugungsarbeit dazugehört, überhaupt den Leuten klarzumachen, dass das eine Berechtigung hat. Dass die wirklich verstanden haben. Und ich denke, da war auch zum Beispiel sowas wie die ESL war eine absolute Argumentationshilfe. Weil man konnte natürlich immer zeigen, guck doch mal, hier ist eine Online-Liga. Und damals bei GIGA haben halt die Page-Impressions, also die Webseitenabrufe, wirklich viel gezählt. Und ESL hatte natürlich eine große Community. Und da konnte man sagen... He was back then more or less the esports guy, is what he says. And he just had a lot of work bringing it to everybody who was working there. Because he was the only one who had any idea about the esports thing and the potential about it. So he had to do most of it. Back then. Es ist wirklich schwierig, so als Ein-Mann-Redaktion das zu machen. Irgendwann kam halt noch der Buddy dazu, der aber eigentlich kein E-Sportler per se war. Der kannte so ein bisschen, hat ein bisschen StarCraft gezockt, aber war noch nicht so wirklich in dieser Szene drin. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich hatte ja früher wirklich eine aktive Zeit als Spieler. Damals gab es keine Pro-Gamer, aber wo ich auch meine paar Stunden vorm Rechner saß mit Quake 2 damals und auch damals noch in der DECL gespielt habe, die ja dann irgendwann die ESL wurde. Also schon lange dabei war und der Buddy kam irgendwann dazu, hat sich aber wirklich auch als
fast einziger aus dem gesamten Team dann dafür auch interessiert und begeistern können. Und das war eigentlich so dann der Grund, warum ich gesagt habe, ich will den Budi auch bei eSports an Bord haben, weil eSports kann man lernen, das kann man, was das ist, wie es funktioniert und so. Aber wichtig ist, dass man so auch diese Faszination mit verstehen kann, dass man, wenn man jemanden da sitzt hat und einfach nur sagt, oh, toll, da sind jetzt zwei Typen, die Computer spielen, was ist daran Sport? Die Diskussion habe ich keinen Bock mehr zu führen. Ich will einfach einen, der das genauso auch sieht und der auch Spaß daran hat, wenn er zwei sich in einem Computerspiel messen. Ja, das war's halt damit. Denkst du, also ich meine, ich glaube nicht, du denkst das, du weißt es sogar, dass du ein ganz, ganz wichtiger Teil warst, um auch den E-Sports weiter nach vorne zu bringen. Bist du da ein paar Schritte gegangen, um das Ganze größer zu machen? Und war das für dich erfolgreich? Kannst du jetzt am Ende des Tages sagen, ich habe eine geile Sache gemacht und sie wächst von Tag zu Tag? Ja, also ich bin da relativ bescheiden, was das angeht, muss ich ehrlich sagen. Also weil das natürlich, was wir damals mit E-Sports gemacht haben, auch noch... Bescheidenheit kennt man sonst gar nicht an unserem Bildchen. Ja, ich bin halt immer noch einer der größten Zocker. Ja, das steht aber auf meinem Blatt. Ich weiß nicht, ob wir uns gut verstehen. Nein, aber natürlich weiß ich, dass das... dass das einen gewissen Stein ins Rollen gebracht hat, aber also das war einfach notwendig, dass das kommt. Und E-Sports damals war ja auch, wir haben das E-Sports-Bereich genannt, aber das ist ja noch weit entfernt von dem gewesen, was dann wirklich E-Sports als Potenzial auch zu bieten hatte. Und es war sicherlich ein Anfang und auch ein guter erster Schritt, um den Leuten E-Sports näher zu bringen. Es war ja damals, glaube ich, nur 2x6. Just a quick resume there. He's just talking about the old times of the when he was the e-sports guy. And well, what you just wanted, it was sometimes a problem to find somebody who would do it with him and really wanted to and had fun in doing so, because he really wanted to have somebody next to him who had a lot of fun casting these early esports games. That may have been a problem there in the beginning. And Take, they're asking him, how did you think about those old times? I mean, did you kind of set a standard there? And he says, oh, I'm pretty shy on that part. We just had a lot of fun. I tried it and went for it and it worked. Innerhalb von 3 Jahren dann so schnell geht und mal gucken, wo es noch hinführt. Budi ist ein gutes Thema, den wollten wir eigentlich noch im Telefon. We're still, for the international user out there, we're still talking about mostly the German scene here. I mean, he had nothing, absolutely nothing to do with the international esports scene, as he has always been a German showcaster. I mean, if in the international scene, it was a few other people who made it big and who made coverage of games big. And that was... there were other people, including me, if I can be so so frank, me and some other guys in other games, of course, like DJ Weed, for example, as well. DJ Weed was also a guy who made internationally coverage big, but we've got a movie up here now again with Take when he was young. Action PM per Minute oder Aktion. Ich habe gehört, wie viel Klicks man halt in der Minute. 200. Also man muss sich das so vorstellen. Ton ist irgendwie doppelt, gell? Ich glaube, da ist zweimal offen oder sonst was. Spiel Video wird quasi stereo abgespielt. Wer ist denn der andere? Hauptsache die Eintracht Frankfurt. Kane, der Kleine. Den hat Kane. Ah, richtig. War eigentlich ganz sympathischer, ne? Ja. Kane. Überlegt 8. Also das sind 8 tödliche APMs. Acht. Eine davon ist dann, wenn ich... Aber nee, zwei davon sind schon GG. Also, ja. Und dann auch Bandem. So ungefähr. Jungs, ich danke euch, dass ihr hier wart und uns ein bisschen wieder was von Warcraft gezeigt habt. Ein schönes Match, ein schöner Kommentar. Beenden so ungefähr. Teil. Also, es ist alles machbar. Ja. So viel zu uns beiden. Ich bin ein bisschen durcheinander noch. Ja, ich auch. Vielen audiovisuellen Eindrücken. Viele Stimmen, viele Gesichter. Und deine Frisur. Ist top, oder? Also, da kann man nur sagen, E-Sports. So, they were just talking about the, kind of the Etienne there, talking with Take and stuff, and talking about their APM. And he's saying, how much APM do you have? You know, 200, how much do you have? 210, I don't know. And he says, I have 8, but those 8 are 8 that matter, you know? He was just talking about that. It was another video. Die erste Stunde ist fast rum, aber und wie viel haben wir zum Sprechen? I have been asked to say something about my career and about how I started and how the whole international esports scene kind of evolved, because I can say more about that, since this is more a show about the German esports scene, it seems, as the about internationally we haven't heard that much yet. It's usually more German and about GIGA in the past. Maybe I can tell you a thing or two about what happened with the first shoutcasting things. I will, but not right now, because we're about to hear pretty nifty song that was created. It will be in German, but it's quite cool. Eine Sekunde, ja, okay. Ich will dich ganz ungern unterbrechen, aber
Es gibt eine Person, lange, lange Zeit war sie bei GIGA und heute ist er endlich wieder zu Hause am Telefon. Daniel Budimann, wie geht's dir? Hallo. And this is Budi, the old partner of Etienne. Ja, sicher doch. Und Telefon. Telefon. Und er hat mich schon angekündigt, ihr werdet euch jetzt hier ein bisschen trash-talken. Was ist denn da los? Was? Das habe ich angekündigt? Da kann ich mich aber nicht dran erinnern. Hallo, Adman. Hallo, Dennis. Budiman, alles klar? Man, ja, total. Ich bin krank, Mann. Ja, das weiß ich aber schon länger, also... Ja, ich weiß, das habe ich mir gedacht. Das ist ja auch alles deine Schuld. Wieso muss ich auch ausgerechnet mit dir zusammenarbeiten? Ja, erzähl doch mal, wir haben gerade schön altes Material gesehen von den Beginnen von E-Sports. Erzähl doch mal, wie das für dich damals war. Du durftest ja mit dem König von GIGA zusammenarbeiten. Also das muss ja für dich auch eine besondere Ehre gewesen sein mit mir, ne? Jetzt erinnere dich mal dran, was wir abgesprochen haben. Ja, ich weiß, warte, lass mich nochmal nachdenken. Was war denn das nochmal? Ich hab's vergessen. Nee, das war, ich kann nur so viel sagen, ich hatte ja als Jungspund angefangen, ich wusste eigentlich gar nichts von GIGA und dann bin ich irgendwie in diesen ganzen Komplott da reingerutscht und dann habe ich halt einen Typen da kennengelernt, der sich irgendwas mit Etienne nannte und der war irgendwie total krass drauf und der hatte eine total tolle Idee, etwas mit Computerspielen zu machen und lustigerweise fand ich das total gut und dann haben wir das zusammen durchgezogen und das hat echt Spaß gemacht. Aber fandst du das toll jetzt, Eddie? Ja, findest du denn auch, dass ich sehr gut Warcraft 3 spiele? Absolut, absolut. Aber das Ding ist ja, du kannst so gut Warcraft 3 spielen, dass du das niemandem zeigen kannst. Na gut, ich glaube, die ernsthaften Fragen haben wir durch. Wie sieht's denn, also natürlich das Thema ist momentan Oldschool und die Entwicklung des E-Sports haben wir hier momentan. Wie siehst du die Entwicklung? Ich meine, du warst einige Zeit richtig aktiv im E-Sports, im E-Sport. By the way, for anybody just tuning in for the Oldschool Cup to see these players play, we're still busy with a small interview here with Daniel Budi, one of the first esports guys in Germany, together with Etienne, for working for GIGA then, and he's just talking some crap about him together, and Etienne being a good Warcraft 3 player, but of course he isn't, just messing with it, and that they don't show his games just because it would be too good, something like that. Beziehungsweise GIGA hat sich dann dafür interessiert und das Ganze wurde mit aufgebaut, und das war eigentlich so der erste Schritt in die Richtung der Professionalisierung, fernab von den ganzen Ligen, die schon online irgendwie bestanden haben und so weiter und so fort, aber dass die Medien plötzlich damit anfingen, das ist eigentlich so der Knackpunkt gewesen, meiner Meinung nach. Dass man echt versucht hat, die elektronischen Sportler, die ganzen, ich sag's mal wirklich ganz freundlich und positiv gemeint, die ganzen Freaks, die Bock auf Zocken haben und die Bock auf den Wettkampf haben, dass die dann eine Plattform gefunden haben, wo das Ganze übertragen wird. Und das war erstmal so der größte Schritt in die richtige Richtung. Und macht immer noch nach wie vor Spaß. Und ich glaube, der E-Sports ist nach wie vor einer der größten und interessantesten Themenbereiche, die jeder Mensch sich einfach mal angucken sollte. Obwohl es tatsächlich nach wie vor, und die Erfahrung habe ich jetzt im Nachhinein gemacht, immer noch sehr erschreckend auf fremde, normale Menschen wirken kann. Und das ist halt ein bisschen schwierig manchmal. Aber ansonsten, ja. Die Entwicklung ist nur positiv gewesen. Die Industrie ist natürlich entsprechend darauf angesprungen. Und letztendlich, jeder, der einfach Bock auf Zocken hat, hat super viele Spielmöglichkeiten bekommen, super viele Spielplätze, wo sie sich austoben konnten. Nur jetzt muss man gucken, dass man das Ganze irgendwie so bündelt, dass man wirklich groß durchstarten kann mit dem Thema. Also ich kann dazu nur sagen, gebe ich dir recht, auf der anderen Seite haben normale Menschen auch eine abschreckende Wirkung auf mich. Also die sind mir nicht ganz geheuer, insofern. Nee, aber Budi, kurier dich aus, ja? Und vielleicht kannst du noch ganz kurz als letztes sagen, es stimmt doch, dass ich dir alles beigebracht habe, oder? Auch vor allen Dingen in Warcraft und Starcraft. Starcraft sowieso, Warcraft, ich würde sagen, das war ein Geben und Nehmen. He's saying that Etienne told him everything about StarCraft and Warcraft, but Budi is saying that it's kind of true for StarCraft, but Warcraft just giving him taking, give and take. Oder Abend und ja, kurier dich gut aus. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Das war's von Budi, aber direkt zum nächsten Thema. Wir müssen es wirklich mal langsam ansprechen. Die Legenden in Warcraft 3 oder auch insgesamt. Ich meine, es gibt einige Gesichter, die mittlerweile den E-Sports prägen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, denn eigentlich sollten die Leute den Sport prägen und nicht das Spiel. Und ich glaube, da sind Leute wie Matt Frog, die mittlerweile nicht mehr spielen, ganz, ganz wichtige Personen. Aber auch ein Fatality, der mittlerweile ja Marktführer in allem ist. Vor allen Dingen Warcraft 3 Fatality, eine Riesennummer. Ich weiß es nicht. Okay, I'm gonna shut that down right now. Okay, just want to talk to you about some other stuff. They're talking now about the important people in the scene. Perhaps I can say something about that myself. Of course, they were talking about Fatality. Fatality is a guy who made it very far with his games, but, you know, just started making his own brand and stuff after that, the Fatality brand, and started earning a lot of money out of it, of course. But then you've got other people who made esports big, in my honest opinion.
And let me talk about that before this Old School Cup starts with these four people who have made a difference as well in the esports scene. We've got a few guys, like for example this Bashi guy there. He's all the way to the left. Internationally, he has been a very important player in especially the Warcraft 3 scene. He was there since the beginning, going there with Go for Warcraft 3, making these games interesting, making these tournaments, starting to give prize money as one of the first leagues, one of the first tournaments, giving prize money to people who participated and who won this. And this was actually starting to go up and up and up and up, the more interest it got. I was the one shoutcasting it most of the time. I was the first to shoutcast the Go for Warcraft 3. People always wanted me to shoutcast it, and I always did it. And there was then Kid Arctica was there as well, but she didn't do as much casting as me. I was always requested for the biggest games as well. And when I left the scene, because then I took a break, a long break actually, with real life stuff, I haven't been that that confident in the whole esports scene. I admit myself that I haven't. Now I am, but back then I wasn't. And I took a long break there from shoutcasting, as I was shoutcasting for like 3 years in a row, starting with Tribes 2, casting Tribes 2 for a team called ESN, European Shoutcast Network. Started there, and then went over to Warcraft 3, casting a little bit there, then went over to Independent Caster, joining Replayer staff as well, Independent Caster again, then going to the WCG, for example, 2003, but not for Warcraft, for FIFA and Age of Mythology. I really have a whole history behind me there, but I had to go for Warcraft 3. I was there, casting it all the time, and when I went to do a break, then Bunny popped up. You probably remember Bunny. She started casting the Go for Warcraft 3 then, but then the esports scene got a lot bigger and a lot more interesting, a lot more people were watching it, so a lot more people actually remember Bunny than they remember me. As she did everything in the Warcraft 3 scene for a long time there, until she went to Blizzard and had a new job there. Now she stopped it, and I started once again. So maybe I'm the one who started it, maybe I will be the one to finish it as well. We'll see about that. In any case, in the beginning, Bashi was important, as I've said. I was one of the more popular shoutcasters. For German, that was then Kaldor, for example. Kaldor was back there, very popular caster as well. Stoned. They were for the German spot, but not for international. Together with Kid Arctica, then Wax Steven was there as well. Wax Steven was the guy I recruited and to my team, to my ESN team, as I was a shoutcast manager team, so managing the team there for shoutcasting. And he was casting Warcraft 3 as well. He did the Warcraft 3 on for TSN then, as he joined TSN. He did Warcraft 3 on WCG as well, I guess, and StarCraft, perhaps, as TSN was invited to do everything. I mean, I wasn't part of TSN. I didn't have a choice in the matter, but because a lot of people requested me to be there, I was there anyway for the games that were left, so that TSN didn't want to do, I guess, but TSN was the shoutcast league to do it. So TSN definitely also was a team that had a lot to do with making everything popular in the esports scene, making a lot of casts as well, with DJ Weed in there, Wax Steven then, of course, and a lot of popular names back there. Vansili was there as well, and now DJ Weed joined ITG. He's doing a lot of stuff for Godfrag there as well, and Godfrag also important of making the scene big. But I think we've got that rap song on now. Let me turn this on. It's a German rap song of Korgnol. Warcraft 3 player. Heute steigt Giga 2, Oldschool Cup, also hebt dein Hut vor der Oldschool ab, ihr Entali, ihr Namen, Kira hat ein Stilz, also genießt Games wie der alten Zeit. Heute steigt Giga 2, der Oldschool Cup, also hebt euren Hut vor der Oldschool ab, ihr kennt alle ihren Namen, Kind ihre hat Stilz, also genießt die Games wie der alten Zeit. Soul war dabei bei der Click Arena, erst Warcraft Event mit ich sehe Gegner ohne dicke Fehler, auf der sich ins Finale reimt. Doch sollte es am Ende die Sieger schade sein. Vielmal dabei ist heute S-Kasse Waffe, ein alter Fighter mit dem SK noch Style. Humanoid war auch der Rest ihres Liners. Heute zeigt er, dass er noch Kräfte zum Fight hat. Intox war der Lenker Bäume, putte sie in alle denklichen Räume. Hatte stämmig Freunde, toll zum sich zumindest in-game. Denn mehr konnte er nicht. Heute am Start ist auch der große Meister. He-Man so heiß hat uns alle begeistert. Das heißt, dass viele Humans seinem Samen sind. Leider ging inaktiv, was ich schade find, doch er war ein King und bitte uns zum Lachen. Ich erinnere mich dann noch an so abgepackte Sachen, tausch Diablo-Items gegen Körperkontakt mit seiner Nachbarin. Von so Mörder gemacht, heute steigt Giga 2, Oldschool Cup, also hebt euren Hut vor der Oldschool ab. Gleich geht's los, also sei bereit, denn die Meister sind back und bereit zu fight. Ja, das war's von mir, jetzt weiter mit zwei Oldschoolern, Take und Kian, viel Spaß, Oldschool Cup.
Das war der liebe Korognol. Und wenn ihr wissen wollt... Okay, that was Korognol, as the take there, the German presentator pointed out. I am Zolex, Will de Grijs. I'm going to cast this Old School Cup for you in the coming 3 hours with these four players. And I hope you enjoy this, what we've got to offer here at GIGA 2. Next to him is sitting Kookian, also somebody important in the German scene. I was just talking about the entire international scene, and I realize a lot of people know Kid Arctica, Bunny, Color, all of them, and they don't know me. That's because they were there from the beginning. God damn it. I was there in the beginning, getting Bashi his first prize money, getting a lot of attention to the Go for Warcraft 3. But when I left, then Kid Arctica got more popular because there was nobody else to do it, and they were still asking for me, but I was gone. I disappeared. I have been known to be a great guy at disappearing, and I did it once again right there. Then Kid Arctica got more into the scene, of course, with me gone, and she became more popular, as she's also a good caster. I mean, it's not just because I went away that she became... that she became popular or anything, but then she could actually do a lot more. And then Bunny came into the scene. I never really knew Bunny myself, because I was gone then. Private issues. And then Calder, of course, a German guy, was there for a long time. But for Warcraft 3, these were the most important ones internationally. That's Zolex, which is me, Kid Arctica, Bunny, and now Jaxie as well. It's also costing a lot of Warcraft 3 nowadays, and she came up a few years ago, I think. I'm not so sure about that. In any case, that was it for the history lesson. If you want more about that, you can just ask me. I know a lot about the very first, the really first stages of the esports world around Warcraft 3. I just don't know anything about the mid stages. I know these last stages. Well, here I am, back into the scene. In any case, let's go to the Old School Cup. What do we have here? We've got gonna see Survivor play. We're gonna see Intox play, who seems to be playing with his Tree Tox name. Intox Soul. And what's the last guy? HeMan, of course. We're still waiting for HeMan to join the scene. For HeMan to join the Battle.net, and we're gonna have our first game up and running. The system is as follows. We're gonna have one map played, just one. I know we're going to have two maps played, so it's kind of a best of two. And each player chooses one map, and everybody's gonna play everybody. And whoever wins up with the most points, with the most score, will in the end have one. So we're gonna see how that goes. Everybody plays everybody, and they all choose a map. Of course, this is Reign of Chaos we're playing. We're not playing the Frozen Throne. We're playing Reign of Chaos. And I know a lot about that, of course. Most of my shoutcasts, 95% or maybe 97% of my shoutcasts were all about Reign of Chaos. They weren't about the Frozen Throne. So I know a thing or two about this game and about how it used to be with these tactics. The mass rushing of... for example, the shamans, just massing shamans, having a shitload of those shamans casting bloodlust and owning the scene, just being imbalanced with the shamans and the witch doctors as well, mass witch doctors. It was always, yeah, so a little bit imbalanced, I guess, but humans had the same crap. They had mass sorceresses then, which was also very, very, very good and hard to win against. And those were the times, really. An Ancient of War rush as well with the Night Elf. You could build a shitload of Ancient of Wars and just rush the entire thing with Ancient of Wars. Tower rushes were also a bit more important, I guess. Not anymore. That's where Taker got his popularity from. He was so good in Warcraft because of the towers being a little bit better than now in the Frozen Throne. In any case, we're going to see this played in this game. And the first game, we're going to see what that's going to be. In any case, I'm looking forward to it. It seems like it's going to be a He-Man versus Soul first. To have a little bit of background information there, He-Man, I casted a lot of his games. He was more at the latter stages of my career then, of my shoutcast career. As I casted more Mad Frog, Survivor, which is in there. I casted a lot of games of Survivor, of Mad Frog, of Nightmare, of what's Cage? K-A-G, I always called him Cage. People were saying, like, it's not Cage, it's not pronounced Cage, but I just liked to pronounce it like Cage. It was just my way. And a lot of giving Mad Frog. Mad Frog won a lot of those Go for Warcraft 3 tournaments for sure. And I know him very well, though, He-Man. As I casted his debut, kind of, his first Go for Warcraft 3 wins, I casted those. And he's a very good player, one of the best human players he was back then. Of course, not anymore, he retired. And along with Mad Frog was also a very, very, very good player. And the other three are the Soul,
I don't know too much about Soul. I do believe I costed a lot of his games, but I can't remember that much, as I was more interested in the games being good, you know, good players fighting one another, as the entire esports scene left me with little interest, to be honest with you. The esports scene in general, like the history of certain people, I didn't really care about those. I just cared about the players giving it their all and giving me, and not only me, of course, also the viewers, the listeners more like. Giving a great show for them, and the ones who made the best shows for me, which I remember, were definitely Matt Frog and guys like Nightmare, who also give great shows, and Cage, who also was a good player, who played really well in Taker as well, casting a lot of his games, was definitely very interesting. But as for Sol, I can't remember too much about him. Then Survivor, of course, I remember a lot about him. He's a human player, played very well, always did. Gave me an excellent show to watch every game he did. Never was over too soon. Always gave a brilliant fight. Was there in the finals. Lots of finals to go for Warcraft 3. It was great to see this guy advance there all the time. And when I wanted the game, I would definitely pick that one. Was very cool player. In any case, we've got the fourth guy now, Intox. I remember him only by name. I don't really know his history that well. As I remember casting a few games of him, but maybe it was even after the time of Mad Frog, or maybe, no, it can't be before. It is just not remembering him that well, but he was a very good player at a certain point. In any case, for me, the most interesting thing now is to see He-Man fighting again, especially for the international users as well, to see He-Man fighting and Survivor fighting. I look forward to these games for sure. That's going to be insane. I look forward to seeing these matches for sure. In any case, if you just tuned in to see this Old School Cup and you're an international viewer, I am Zolex, old-time caster as well. Will deGrasse is my real name. And the guys you see there, left is Kookian, right is Dennis Gehlen, SK Tech. You may know him. He's played a lot of Warcraft. He was pro player before. Now he is pro caster, just like me. And I'm doing the English stream here for you. Now, the games will start anytime soon, as it will probably be He-Man versus Sol first. It'll be great to see He-Man fight again in his own game, in Reign of Chaos, Warcraft 3, Reign of Chaos. Can already see a t-shirt there. That t-shirt you can win, I believe. I'm not saying too much, because it's Dennis's t-shirt, and it's signed by a lot of people, like He-Man, Survivor, I don't know who else. I mean, and this camera will also be given out. This is a prize you can win as a viewer. You can win this camera, and you can win the t-shirt as well. The t-shirt is really huge. I mean, it has all the most important names in there. I believe Nightmare is in there as well. All of the old school players. It's like an old school t-shirt that he still has. And, I mean, it's a collector's item for sure. And I believe he's looting it out. He's giving it out to the guy who has, for example, the 1,000th comment in the comment section. But I don't know if he's going to make it like that just yet. I will keep you posted about how you can win these items anytime soon. But first we have the game up, of course, the cup up. And we're waiting for the game name. I'm going to play some music now. Some music to keep in the adrenaline and get us ready for these games. Now, in the style of an old school cup, in style of old school casting, as I have been casting for such a long time now, I was there in the beginning, I will play the song, if I can still find it, the song I used to play a lot of times, every time, before the game actually started, or before even my shoutcast started. At the very start of my shoutcast, I always used to play a certain song. Now, this is it. It's Andrew WK with Let's Party Hard. This has some history for me and some memories for me. Here we go, I'm going to play that one until the game starts.
time to party, and it's time to party hard, baby! Here we go, with the games, with the Old School Cup, we're gonna have He-Man versus Soul first, it seems. Or not, no, Intox first, Intox, we're gonna play with Intox. No, we're not, it's definitely He-Man versus Soul. No, it's the three talks there being the observer, my fault. In any case, we can already see that we're gonna play on this map. To the southwest, we have the human player, and to the northwest, we've got the undead player, it seems. Yep, Soul is undead and he's playing against He-Man. He-Man fighting as he sits to the southwest and playing Reign of Chaos, his old game once again. And let's see if he's still as good as he was back then before he went inactive. We're gonna see just that and what's gonna happen here. Oh my god, it's so hard to remember these maps as well for me. Whoa, this is such a long time ago. What's this map? What's this map? What's this map? Tranquil Pots, could it be? I think so. I think it's Tranquil Pulse. Yeah, I think so. Let's just call it Tranquil Pulse. In any case, we can see the first creeping action from this human player, from He-Man, attacking with his footmen and his militia. By the way, some small update about this competition. It seems like you have to write just as much comments as you can. Just spam the comment section, and then you have a chance on a prize. It's like the 500, the 1,000, the 1,500. I believe the guy who posts the 1,500 comment gets that Imba t-shirt. So I guess you just have to post comments there. In any case, back to the game now, as we see some creeping going on from He-Man, attacking those trolls successfully, getting some experience from that, has his Water Elemental up and running, has three footmen for his army. The Force of Soul is just moving around the fields, not doing much just yet. Seems like He-Man is taking the Sugar 5. He's not playing as He-Man, he does not taking his normal name, playing with a Smurf name. Now he's being under fire now, but he's building an expansion already. Seems like he's going for a fast exp. Going to build an expansion as fast as he can, but there goes the Dead Knight. He's just moving away. And Soul is asking for a save and rehost. He seems to have a little bit of problems with lag, and He-Man agrees with it. Yep, it's okay. So I guess we're going to see a rehost and see if it's any better. And he says that he doubts that it will be a better host. It's always like this. Saving the game. And we're gonna have a rehost going on. Seems like it. In any case, for you international viewers, we have a channel here on irc.quainet.org. You can go there if you want to. It's GIGA2, and you can talk about the whole Old School Cup, about the games that are happening, about me, about the showcast, about everything. You can just talk your ass off there if you want to in the GIGA2 channel on irc.quainet.org, and I'm there. I'm there. You can just ask me questions if you want to as well, and just talk to the general viewers and listeners. Just go there. In any case, we're going to wait for the next host to appear and to have a little bit less slack for Soul, perhaps, as we go on with this Old School Cup anytime soon. Now, let's see what songs I can still play for you. I've got here Enter the Glade from Falconer, perhaps. I like this one. Until the game is off the road. Here we go. Listen to me, children. Small update, if you want to win any of the prizes, just post a comment
in the German news. So you have to go to the German news, which is the little German flag there on the www.giga.de/2 site. Just click the German news, Giga 2 Old School Cup, and post something in the comments, and you may have a chance on winning a prize. Fail. Don't you hesitate, but buy yourself a grail. Enter the glade that I create. I'll lead you through all sorrows. Follow the path towards your fate. Enter the glade that I create. I'll lead you through all sorrows. Follow the path towards your fate. And I will be your guide. Kneel in front of the man who was sent by God. Show your great respect for the chosen one. Here you have the ticket to immortality. Just how much will you pay for ecstasy? Enter the glade that I create. I'll lead you through all sorrows. Follow the path towards your fate. Enter the glade that I create. I'll lead you through all sorrows. Follow the path towards your fate. And I will be your guide. Enter the glade that I create. I'll lead you through all sorrows. Oh, seems like we're already creating this game, or it has been created in any case, and we are into the game. We have saved the game as He-Man had an expansion going for him. As we can see, Sugar 5 is He-Man, by the way, if you're just wondering. He's built an expansion there. And it seems like we got more lag. Ah, damn it. Seems like we've got some problems with hosts, as it lags like hell for Sol. I don't know. It was a He-Man versus Sol, but Sol had to save the game because he had a lot of lag. And in the end, to create a new game and host. No. Seems like this host is also very laggy. And we're going to have to find a new host. So if you're a volunteer to be a host for Reign of Chaos, not TFT, you can go to the Giga 2 channel and just say so if you want to. We're just going to have to wait until the next game gets hosted, until the next hosts. And, well, there's nothing much to do about that. There was a little bit of lag going on. But we will see. And we will test a few hosts when it finally gets off the road. But it seems still okay. Are they going to play on? Maybe he's going to play with a little bit of lag. As it seems like they're playing. Yeah, it seems like they're playing anyway. No new host will be assigned. And there goes the Archmage. With his footmen. Four footmen there in the base of Sol the Great. Doing a lot of damage to those ghouls. His Archmage has to watch out, though. There goes the ghoul surrounding that Archmage. No, he gets away. Not yet. He has to... Oh, there we go. He's just made himself invisible. No worries for him. As he's using his footmen now to attack those ghouls. One more down. Those ghouls are going down very, very quickly. This is a Reign of Chaos. More footmen rushing into the scene. We already have a fast expansion for He-Man. As he is moving his forces along with that Archmage. There we go with the second hero, the Lich. It's going to be blocked by the footman. No, no, no way there. Ghouls running away. And two footmen stationed there. Expansion up, giving the economy advantage for He-Man. Sol has to do something about this. He's lost a lot of ghouls already. And now the attack just presses onto his main base. It's not looking good for Sol as He-Man is dominating here. He's moving in with his five footmen. Going to attack that building being built. Not good. Has to cancel that one. Not focusing on it, though. His Archmage is now in trouble. There's a lot of ghouls right there. The Lich is also focusing on that Archmage. Archmage getting too much damage. He needs to flee the field. More damage onto those Acolytes. Seems like He-Man is concentrating on those Acolytes, trying to kill them at all costs. But his footmen will have to watch out now. The ghouls did not manage to block one of those footmen, and the footmen are running away. Fleeing the field. One of them blocks. No, he seems to be getting out of there as well. No, no, not yet. He's moving back and forth. He's really in trouble, this poor footman. But the Archmage is moving away. It's halfway to being level 3 now. Towers are being constructed as well around this expansion with a few footmen down there. He-Man definitely has the advantage in economy. For sure. But that footman is still fighting there. He's still standing strong. He's not died yet. And the Archmage now moving to the south. No, to the east.
They're moving around. This is indeed Tranquil Parts, by the way. My guess was correct. And Graveyard, Ziggurat, all being built. Lich is moving there with a lot of ghouls. He has two heroes up and running for him. The Dead Knight and the Lich. His army consisting of mostly ghouls. Now attacking some creeps, getting some experience. Level 2 Dead Knight, halfway to being level 3. Stationed there at the Goblin Merchant. Almost level 2 Lich. Just not yet. Now moving to the south. He's got a lot of ghouls there though. Like 8, 9 of them. And he's up against 6, 7 footmen perhaps. Still pretty good. See now. There's Dake just asking if we can find an internal host for this to perhaps make sure that nobody has lag. But we can see the second hero, the Mountain King. Mountain King, second hero for He-Man. Great choice, Archmage plus Mountain King. Ogre Lord level 7 is going to get killed there. Playing on this old map, Tranquil Paths, no longer played in the Frozen Throne. His goals are getting bashed, really. They go down very quickly. Ogre Meiji, gonna go down as well. There we go. Just getting some mass experience going for himself. Level 3 Archmage, halfway to being level 4. Mountain King, almost level 2. Got himself some footmen going for him. And level 3 Dead Knight, almost level 4. Level 2 Lich, almost level 3. Another farm is being constructed there. He has his expansion advantage there, He-Man. He could do something with this. Mountain King. Ooh, ensnared by one of those creeps. Not looking good for Mr. Water Elemental there. But the Dead Knight and the Lich, they only have 3 ghouls. What are they going to do with that? Moving away, he's being chased there by He-Man's force. Really on his ass. He's moving away. No worries for him. He's moving back to his expansion. As long as that does not get destroyed, it's okay. Now, what is Sol going to do? He-Man still seems to be in shape, I believe. He's got his buildings at the right time. He's got quite a sizable force. I mean, he's doing pretty okay. He's got a haunted gold mine being constructed there now. Sol wants to counter that expansion with one of his own. And sorceress is amassing a scene. Sorceresses, priests, and riflemen. As you can see, this is one of the prizes you can win if you post a lot in the comments, that webcam. Priests are moving along, sorceresses as well. Now moving in on that expansion. Oh, not looking good. He does not have anything to defend that with. And that expansion is done with. There's just no way he can protect that. Look at the acolytes running away. They're all gonna get killed. Sorceresses attacking it, slowing it. Oh, that one is gonna go down. Poor acolyte there. Giving some experience to the Archmage halfway to being level 4. Now he's moving back that haunted gold mine. Yes, it's already finished. No worries for him. No expansion. No counter expansion. Now moving away. Moving to the southeast. Of course, sorceresses are quite imbalanced in Reign of Chaos. They're very good. He should go for a lot of them. Some priests for healing purposes. Has some riflemen too there. Now attacking those drakes. Gonna get some experience from it. It's Fountain of Mana right there. Don't know what Sol can do now. He has to do something about this. He's in trouble. He's up against a very strong supply army. Very strong army in general. But he's attacking the expansion once more. Is this expansion going to fall, I wonder? He's going to have to use a Scroll of Time portal to get there fast. Using it right now. He's clicked it and moving there. Will he be able to do something against it? Yes, he has a very big force. Now attacking the Lich first. The Lich is getting too much damage. Has been stunned as well. Going down. No way that Lich could survive from that battle. Now those ghouls are under fire. One of them going down. Another one biting the dust. No, not yet. Has been slowed. There we go. He has been finished. Now 2 more ghouls are left remaining. And Sol is saying, I can't micro. He has spikes. He has too much spikes. He cannot micro. And that's, of course, very bad for him. Another Stormbolt onto those ghouls. He's going to go down. There we go. Another ghoul. There, going down. Just no chance for him. And that Archmage, now level 4, halfway to being level 5, has a big force going for him. Look at all those sorceresses. Of course, a very, very, very good unit in Reign of Chaos. And just finishing off that Lich very easily. We're just looking at the lag that Sol has. It's
quite heavy for him. And that's too bad. That soul has so much lag in this. So it was over before the save, though. Yeah, Sol is saying that it was already over before it was saved. It was already over before his host got so bad and so laggy. Because he had to harass him. He had to harass him, and he didn't do so. He just ran away. And that, of course, cost him the entire game, in his opinion. It's already GG because he had that expansion up and he didn't harass him. Now, that's very good thinking from Sol, but he should have been able to do something about that. I guess we're going to look for a new host or perhaps have a regame. I believe that Sol already forfeited this one. I'm not sure. Maybe they're going to have an entire regame. And Sol saying that he's lost like 5 goals to creeps. This is correct. He had like 7-8 goals and he ended up with like 3 in the end. That's insane. In any case, Dozo is saying that Nordahl will come host, just like good old times. Nordahl is there. Now the manager of MIM, of course. And he's going to host. That's very cool to have Nordahl in there as well. Very well-known name from back then and even now. As Nordahl is gonna go host. We'll see how this game ends. First, some music. And we will see anytime soon. This one will be Nightwish. End of all hope. Here we go. There on the left is Fish, by the way, plays in SK Jur, is a well-known Germany player, and on the right you know him, Jens Hilgers.
baby, end of all hope. And in good tradition, I have skipped the building phase. Yeah, that's what I always did. And I still do, kind of, because the building phase is boring. It's always the same, isn't it? In any case, this is now over. And we've got the crypt over there. And the Dead Knight is being summoned. Is being recruited. Same goes for the Archmage. Oh, he's already up. Up and rolling. He's moving on to the southwest. A lot of militia following him. Perhaps he will go for the fast expansion once again. We will see about that. We're playing Tranquil Pots once more, as this is a regame between He-Man and Sol. So let's see what's happening in this game. Militia moving in, attacking one of those ogre warriors, gonna get them down. The one gold there just passed by saying hello, moving to the northeast. He's gonna get the base scouted at least. Just passing a sheep. Hey, Mr. Sheep. Four ghouls and the Dead Knight. Acolyte is moving in there as well. And he's creeping the same side, actually. Well, on the opposite side, obviously, but kind of mirrored. Gonna get some experience for it. Ghoul. Ogre Warrior is gonna go down. Gonna get himself some experience. Ghost fast expansion. If he gets this up and running, Sol will be in a world of hurt. He has to stop this. Unless he gets one of himself, which he seems to. He seems to be building a gold mine himself. A haunted gold mine, yes he is. It will be one expansion against one. That peasant's gonna go down. He was scouting it. Perhaps he has found out about an expansion now. We will see. In any case, he has a few golds going for him. And some footmen for him. Level 2 Archmage. Moving on, with his two footmen. A lot of ghouls there, really. It's moving to the north. Seems like Sol does not have a lot of lag now, so gonna see a good game. See, that footman has definitely, that peasant's definitely found out about it, and now that footman is attacking that expansion in build, in construction. More footmen rushing in, but he can win with all his goals. He has a lot of them. Just has to go back. Oh, the Archmage coming in there as well. Summoning a Watcher Elemental now. Full force attacking that Haunted Goldmine. Archmage running away. Footman still attacking. He-Man really concentrating onto that Goldmine. Look at that. Footman is going to go down. There's three of them. Sacking that Goldmine. Oh my god. Not going down yet. No. Will be saved. Oh my god. No, it will down. It will go down. There we go. Haunted Goldmine has been destroyed. Great work for He-Man. Now he just has to walk away there. Just get the heck out of there and have nothing to worry about. Now attacking the Dead Knight, but he's not worried really. Ooh, Lightning Shield. That's kinda hurt around those ghouls. Attacking with his Archmage. Full force onto that one goal. One more hit will suffice. Ah, no. Dead Coil has been cast and he has been healed. Back to full force. Now he's moving to the west. Archmage is chasing his ass. What is he gonna do? He has two footmen attacking those ghouls. One more hit will again be enough, but Dead Coil? Nah, he doesn't even do it. It's not necessary. Archmage will not reach it, and the footman still tailing him, but as long as he keeps walking, there will be no problem. Dead Knight moving in. Three ghouls. Still those two footmen attacking them, and he's healed them a little bit. There goes one of the footmen. Haunted Goldmine is being set up once again. Really wants that expansion up and running, although the expansion of He-Man is already up. It's getting himself some gold and some economy advantage for him. More of the buildings being built, more of footmen as well. It's probably going to go for sorceresses once again, which is a very, very good unit in Reign of Chaos. Hard to dispel. Footman coming in. Oh, he's got Lightning Shield. Going to be able to do a lot of damage to those ghouls. That Acolyte's gonna go down. He-Man really harassing a lot with his Archmage. Oh, look at all those Acolytes. All going down because of that footman just using Lightning Shield. Expansion is under fire now, though. The Dead Knight attacking it. Militia moving in. No, Militia is all he needs, actually. I mean, it's just the Dead Knight. Just defending with Militia is sufficient. Doesn't have to worry about any ghouls or any or the Dead Knight. Militia are very strong. I can just defeat that Dead Knight without any problems. Dead Knight moving away. He really wants to harass that expansion, but he can't do much there. They can just convert to Militia and that will be it. It'll be no problem for them.
Okay, so what's going on in the base there? Not much so far. We've got the Dead Knight moving around all the scene. The Archmage is moving in there. He's going to attack that Haunted Goldmine. It's not looking good for that. Attack card is going to go down. Down it goes. He-Man full fighting there. Onto that Haunted Goldmine. Doing a lot of damage to it. The Dead Knight moving in. Attacking the Archmage. The Archmage getting too much damage. One Dead Core would really damage him up way too much. Archmage moving away. There he goes. Dead Core. Ah, not killing him. Not finishing him off. He can run away. He can flee the field. But still, there is the Dead Knight to worry about, which is now still in full health. Moving in there with a lot of them. Ghouls. He's got like six of them attacking those footmen, with the footmen doing a lot of damage. Archmage is coming back. This is not good if he does death call onto that Archmage. Oh, he doesn't have enough mana. That's very good for him. That's what He-Man knew, and He-Man is just continuing on attacking that Haunted Goldmine. He has to flee now, though. If that Dead Knight gets back his mana for a death call, it will be GG for that Archmage. And now he's using Scroll of Sound Portal. Getting away from there, he knew that one Dead Coil would be too much, would take the better of him. But that expansion is over with. It's done with. It has been destroyed. It's down. Dead Knight is still there, trying to destroy a few of the footmen, get some experience from it. He's still stationed in there. What is he gonna do? Lich is being summoned as well. It's gonna be the second hero for this undead player, this old undead player's soul, playing here on Reign of Chaos. Goldmine destroyed, expansion destroyed, not looking good for Soul. He's still up against one expansion from He-Man. Those Arcane Sanctums are being built and will pump up some sorceresses, I'm sure. He-Man is doing really, really, really good. He's still playing good after all this time. He's very occupied with school and stuff. Not really a pro gamer, he's not even a gamer anymore, but still playing and playing good. He remembers how to. Dead Knight, four ghouls, and the Lich. That's the army for Sol. He's chasing and a few footmen. Now we've got the second hero for the human force, for He-Man, which is the Mountain King. We've already got a level 3 Archmage there with two Mantles of Intelligence. Now moving to the northeast, moving back to the main base. He doesn't have a lot of health. Of course, you don't have any shop in the Arcane Vault to buy items from, of course. So it's more difficult to get your heroes back to full health. Moving back, the Mountain King might be in trouble. No, he's not. A lot of footmen low on health. Don't have much to worry about. They're moving back to the main base. Lich coming in. With the Dead Knight trying to attack that expansion once again. But the Guard Tower and the Militia will defend it successfully, I'm sure. He can only run away from that. Militia are too strong for you, baby. Has to flee the field. Dead Knight is almost halfway to being level 3. Expansion is again being built, and he's going to defend it now. He really wants that expansion up. He really wants the gold. Or he's going to be in a major disadvantage. Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Now, what's going to go on there? Ogre Warrior being killed. Some creeping action being done. Archmage is running around the field, just using his footmen to do a little bit of creeping. Making sure that his Mountain King gets all the experience. First sorceresses, amassing the force. He's got two now and some priests. No, no, actually only one priest. He needs it right now. His footmen are very low on health. And the priest can also get his Archmage healed and stuff. Very good. Now that creeping is... Oh, I forgot a tomb. Oh, he's gonna pick it up. There we go. Now moving to the west. What is he gonna do? What's his next course of action, I wonder? Into the south, attacking those creeps. Dead Knight, ooh, does not have a lot of units accompanying him. He's only got like 4 goals right there. Novo Cedar level 5. Down he goes, giving some experience. Once again, he wants his Mountain King on level 3. Will be quite Stormbolt, Imbiness. Oh, we got a greater potion of healing there as well. Gonna be very good for that Mountain King. Look at that force. I mean, come on, what can you do against that? Such an immense force. His heroes being higher leveled. His Mountain King even got a greater potion of healing now. It will be very hard to take that guy down. It will be very hard to take the entire force down, might I add. As we've got only a few riflemen there now as well. They're very spread out, actually. Now they're moving on to... Ooh, the playset, he's creeping actually. He will not jack any creeps, but he will be able to kill the Lich if he doesn't watch out. He has a Scroll of Town Portal though. Frost Nova has been cast, killing off one footman at least, then using a Scroll of Town Portal and getting the heck out of there. There we go. No worries for him. Now He-Man doing very good here against Sol. Upgrading that main building. Look at that 67 supply. For He-Man.
Almost level 3 Mountain King. A little bit of lag going on there. We're also having Nordahl host this game. The manager of Min. Now we've got some... Oh, Spirit Towers. Attacking the force of He-Man. Is he going to back out because of this? Seems like it. He's not engaging just yet. Or maybe he's just gathering his forces. Exactly, he is. He's now moving on to that expansion, doing massive damage to it. There's no way to town portal back to it. Where is the Force of Soul? They're coming in. They're coming in. They're coming in hard. He wants to defend this at all costs. But what is he going to do against that? He has Soul not on his side here. As his Dead Knight got slowed. And now that main building got destroyed. One footman getting killed there, though. But still pressing on that attack. He wants to destroy those buildings. The ziggurat is gonna go down. Dead Knight is moving in, but the Mountain King clapping the entire force there off Soul. Now that footman is gonna go down, getting a lot of damage onto him. The Dead Knight moving forward. There's the ghouls very low on health. One of them getting killed. Another one gonna fall down. That footman, very nice microing from He-Man, but still getting killed. Level 3 Mountain King. Now his Stormbolt is stronger. Now using the clap, or maybe he's upgrading clap. It seems like it. Doing clap, doing a shitload of damage, really, to those ghouls. Every single last ghoul has been killed now. Now the Dead Knight is in a lot of trouble. He's gonna have to use his Grove Town Portal. This expansion is lost. Using Potion of Invulnerability. Will this be enough? He has to flee the field. There is just way too many forces there attacking the entire base of Soul. This expansion is done for. There's no way he can defend this. At least he's still trying. His Dead Knight is moving in. Dead Coil almost killing that Mountain King, but invisibility has been caused. Must have been Sorceress's master upgrade even. And the Mountain King is saved. Trying to kill the Lich on. Oh my god. That was so close. Stormbolt onto the Lich. Almost finishing off that Lich in the end, but he used the Scroll of Town Portal just in time. That expansion is done for, giving the advantage, giving the money advantage definitely for He-Man. And that's it for Soul, I believe. Yes, indeed. Raped. GG. Soul is leaving the game, saying he got raped, really, in this game and left it all together. Very nice playing for He-Man. He-Man just winning this one with a lot of ease, actually. Just having the economy advantage from early on into the game, just raping that expansion every time, over and over again, with his sorceresses then being very good and winning all together. Just leaving his heroes, the opposing heroes, in very low health, and has won this game. So the first win goes to He-Man in this Old School Cup. Very well done. He still plays like he did before, I guess, playing very nicely and showing us some great performance here in our GIGA 2 Old School Cup. In any case, until the next map starts, going to be the map of... Well, it depends, really. It depends if this was a re-game or not. I mean, if Survivor actually... No, not Survivor. If Soul gave his 4 feet in the first map, because they both picked Tranquil Path. So now I don't know. It could be that it's already 2-0 now for He-Man, and he won that first match in the Old School Cup. What I believe is so. But maybe there will be a second map played now, as the first map might have been a complete regame, but I don't think so. I think it was a 4 feet in the first map, second map won by He-Man as well, and it leaves He-Man with a total win. In any case, I'm going to play some music until the next match starts, which is most likely going to be between Survivor and Intox. Is called Tree Talks. Can you see Intox is still 8 there in the ladder. Mad Frog 10th. I believe this is a record of an old, very old, of the old ladder. I'm not sure if this is actually the actual ladder. Mad Frog 10th. Intox 8. Level 29. Level 8, yes. So that's just taking a look at the rankings. In any case, I'm gonna play some music until the next match starts, which is gonna be Soil Halo. Here we go. We'll be right back.
My Little Halo, that was Soil with Halo. That's a nice song, cool song. It has been popular in the shoutcast scene forever. Everybody always asking for it. It's, it became my favorite song thanks to my listeners, I guess. No, it's not actually my favorite song. My favorite song is something else. And I don't have it here, damn it. I really need it. If somebody could send me, I would be very, I would appreciate it and stuff. And I would mention your name and stuff, you know, stuff like that. Anyway, it's, Welcome to the Black Parade. I don't know if you know this song, but I love it. Welcome to the Black Parade. I don't even know who makes it. Fuck! What's the author again? I have no idea. I forgot. In any case, Welcome to Black Parade is actually the title, and I love it so much. I hear it on my radio channel all the time, and I think it's cool. In any case, seems like another game has started, which is this. It's gonna be Intox versus Survivor, I guess. Burn the music up, baby! Here we go! As we enter the game, Demon Hunter. Intox is, of course, a Night Elf player, and Survivor is the human player. This is really cool for me to see Survivor playing again. This brings up memories, really. This brings me back to the old days, where I cost so many games of Survivor. And Insomnia as well. Insomnia was the guy I costed the most, probably, as he was there since the very beginning. And that... Demon Hunter seems to be in trouble. No, he's running away. Ah, this brings up memories, for sure. But we already got a little bit of rushing going on for Survivor. It seems like he wants to end this quickly. Attacking all those buildings being built. Oh my god. Look at that. Three footmen and an archmage. And the Demon Hunter can do nothing against this. And we've got towers up and gunning. Oh my god. A tower rush by Survivor. Survivor's gonna do a tower rush in this Old School Cup. My god. And it seems like he's gonna be successful in doing so as well. Let's look at that. He's got peasants in there. He's got towers in there. He's got all the things. He's got to recipe the ingredients to kick some Night Elf butt. The Demon Hunter getting some damage now. He's gonna get killed. Oh my god, 4 hit points. Using Scroll of Teleport to get away from there. But what is he gonna do? His Moonwells are kinda empty. He can do nothing against it. Just one hit of the Archmage following him. Oh my god. He managed to get...